Auf geht's jetzt aber. Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager mit dem MTV Gießen und mit Malte und mit mir übrigens auch. Und ja, Entschuldigung für die Verspätung in vielfachem Sinne. Sie. Denn nicht nur hat sich das Projekt ein bisschen verschoben, sondern auch der Start des Streams, weil wenn man versucht wieder reinzukommen, dann geht alles runter und drüber. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig eingestellt, ich bin mir nicht sicher. Weil ich bin nicht dazu gekommen, alles so zu testen, wie man es vielleicht testen sollte. Und ja, schauen wir mal. Falls irgendwas nicht stimmt, dann sagt einfach Bescheid und ja gut. Ich hoffe, man hört mich wenigstens. Gut. Ja, das tut man, das kann ich jetzt schon ziemlich sicher sagen. Okay, das klingt schon mal gut. So, womit fangen wir an? Erstmal, was ist das? Was ist das? So ungefähr. Das ist der Weil, Fußballmanager. richtig. Und ein Projekt, das schon seit 154 Folgen jetzt läuft und man eine Pause eingelegt hat. Ja. Richtig. Genau. Also wir sind de facto gestartet mit dem MTV damals in der Kreisliga, haben uns jetzt hochgearbeitet in die Bundesliga und spielen aktuell Champions League, ne? Ja, Haben. genau, das ist der Fall, das stimmt. So, schönes Bild einstellen. Was war unser Saisonergebnis aus der letzten Saison? Könntest du das nochmal einblenden? Ja, Moment, schauen wir Über mal. den Mannschaftsreiter müsstest du den oben links einfach. Ja, genau, Genau, Historie kann man einfach. ja machen, genau. Richtig. Kann vielleicht Tada! dauern. Genau, das war, stimmt. Der dreckige Vizemeister, ich erinnere mich noch. Ja, genau, also wir sind tatsächlich durchmarschiert von Liga 9 in Liga 1, tatsächlich so konsequent, ohne irgendwelche Zwischenstopps. Jetzt tatsächlich das erste Mal, was wir Halt machen mussten in der ersten Liga, tatsächlich Meistertitel haben wir nicht gepackt bekommen, jetzt zumindest im ersten Anlauf, und sitzen jetzt also dann dementsprechend 2023 im zweiten Anlauf. Also 2022, 2023 haben wir jetzt gerade als Saison und versuchen jetzt tatsächlich also, ja, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das ist das richtige Wortspiel, was ich suchte, nämlich indem wir tatsächlich Meisterschaft und Champions League Titel holen. Ansonsten aber Titel haben wir schon geholt, ne? So ist es ja nicht. Wir haben Titel geholt. Und zwar hier sieht man's. Das sind zumindest die nationalen Titel. Richtig, genau. Also 2020 und 2022, also jetzt letzte Saison und die davor, vor der vorherigen, also die, keine Ahnung, drittletzte Saison. Das sind jetzt die beiden Jahre, wo wir tatsächlich geschafft haben, den DFB-Pokal zu holen. 2020 waren wir, glaube ich, sogar noch in Liga 3, kann das sein? Ich Zwei. glaube, als. Ja, Ja, kann sein. da sind wir doch ganz beschissen gegen Sturm Graz damals ausgeschieden. Erinnerst du dich noch? Genau. Genau, das war also wirklich unfassbar. Mogelst du dich den gesamten DFB-Pokal und scheiterst dann in der Europa League gegen Sturm Graz, ein Verein, wo du 60 gefühlt stärkere Clubs gegen geschlagen hast vorher. Also das war wirklich lächerlich. Ja, genau. Okidoki, jetzt haben wir es. Okay. So. Jetzt schaue ich nochmal, dass ich. Ich habe ja natürlich auch jetzt schon ewig keinen Fußballmanager gespielt. Ich hoffe, dass ich in meine gewohnte Spielweise wieder reinkomme und nichts vergesse. Ja, Aber deswegen heute so ein bisschen ich hoffe übergangsmäßig. mal. Wir wollten diesen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wir wollten diesen Stream schon früher mehrmals starten an diesem Punkt, aber dann ist es immer schiefgelaufen, weil ich da damals auch Computerprobleme hatte und der Computer manchmal abgestürzt ist. Aber jetzt ist das auch Teil der Vergangenheit, soweit ich weiß, konnten wir das Problem lösen. Und Richtig. ich mache einfach mal zum nächsten Tag, denn wir haben jetzt als nächstes Spiel das erste Champions League-Spiel gegen Tottenham. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Jo. Tottenham, da Und steht's. derweil sind Tobi und Elias erstmal weg aus dem Chat. Kein Problem, Kinders. Macht erstmal euren Kram. Jo. Ich habe das hier schon im Griff. Da braucht man sich keinen Gedanken machen. Beim FM ist es nicht wie beim Politik-Simulator, wo ich dann langsam Modus brauche und alles. Genau. Hättest du jemals gedacht, dass ich mal einen langsamen Modus für irgendeinen Stream brauche? Ich nicht. Tatsächlich hätte man sich das denken können, weil damals, als wir noch vorher noch
den Politik-Simulator gestreamt haben, ging es ja auch schon rund. Also das war, glaube ich, damals auch noch nicht so weit weg. Ja, aber da ging es nur insofern rund, als du hinter den Diskussionen nicht mehr herkamst. Das war noch was anderes, als das geht so schnell runter, dass du kaum noch den Kommentar lesen kannst. Das sind dann so die Punkte, wo ich mir dann denke, alles klar, anderes Feld. Oh, apropos anderes Feld. Ich sehe gerade, wir fangen ja ganz klein an heute. Ja. Mit der Champions League Premiere. Genau. Ach du Scheiße. Tottenham Hotspurs. Ja, supi. Freunde der Nacht. Da geht's jetzt aber tatsächlich schon richtig los. Ich verweise übrigens nochmal ganz kurz darauf, falls ihr hier Namen sehen solltet, der Zuschauer, hat es einen gewissen Hintergrund. Denn wir haben es damals so gehandhabt, dass tatsächlich treue Zuschauer sich tatsächlich hier also einen Namen verdienen konnten. Dass sie sich da einen Spieler aussuchen durften, der dann einen Namen bekam. Ja, ihr wisst, so generierte Spieler, beziehungsweise die Spieler, die halt zu dem Verein kommen, die kann man umbenennen. Genau, also alle, eigentlich alle, die nicht real existieren, soweit ich weiß. Genau. Und deswegen haben wir einige Leute dabei, die apropos, tatsächlich so aus den Benny. Kommentaren bekannt ist. Ja, genau, grüß dich. Er ist so einer. Genau. Eieiei. Und zwar, Achtung, die Nummer 1. Richtig, die Nummer 1 sind im Kasten, solide 20 Jahre, 8 Sterne, / 4 Sterne, wie auch immer ihr es betrachtet, in der alten Schreibweise oder in der etwas neueren von EA. Ich erinnere mich, der Spielertrainer ist noch verletzt, der wird die Champions League Premiere verpassen. Ach ja, stimmt, und genau. Wir sind übrigens auch Nationaltrainer von Portugal. Das ist richtig. Das sind wir auch gar nicht mal so lange her, oder? Ich glaube, das war noch neu. Relativ frisch, die ganze Geschichte hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das unser Spiel war. Wahrscheinlich schon. Das war wahrscheinlich auch diese Saison von uns. Mhm. Aber ja. Ah, tatsächlich nur mit ein paar Leuten, die man kennt. Also Rui Patricio, Contrao auf der Verteidigerseite, João Mario auch noch mit dabei. Also durchaus noch ein paar bekannte Gestalten. So, und dann trotz des Jahres. Muss ich dran denken über meine Jugendarbeit, die ich da immer so praktiziere. Dass so, ich das auch richtig mache. Leo sagt übrigens, irgendwie sind deutlich weniger, da der Stream nicht angekündigt wurde. Also mal abgesehen davon, dass das Ding nicht so richtig angekündigt war, sondern alles eher so mäßig in der Ausführung war, weil wir uns auch nicht sicher waren, ob das jetzt alles so funktioniert, kommt der Punkt dazu, dass wir jetzt sozusagen auf unseren zweiten eigentlichen Schwerpunkt des Kanals gerade mal wieder sind, nämlich Fußball. So, also es gab bei uns immer so die Mischung aus Politik und Fußball und jetzt sind wir gerade wieder beim Fußball so ein bisschen und das interessiert, glaube ich, einfach den Großteil der Leute nicht. Aber interessiert mich auch nicht, ob es die interessiert. Ihr seid hier, genau. Und das ist das Wichtige. So, und gab es schon einen Spieler mit meinem Namen? Ich glaube, Lord, du hast doch, nee, irgendwas hast du irgendwas reserviert gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Oh, Alter, du hättest einfach noch einen alten Stream von dir gucken müssen. Verdammt. Ich muss gerade mal überlegen, wie viele Spieler wir da immer... Okay, ich glaube, das waren... War das 16? Hast du nicht mittlerweile 16 gehabt? Ich bin uns aber auch nicht ganz sicher. Also, ich glaube, die... Genau, 3 haben wir immer rausgeschnitten. Jetzt weiß ich wieder, 3 waren das immer. Also, das waren die 3 hier. Und dann erstmal noch moin an die gesamte Runde, die da so ist. Wie geht es euch? Die simple und einfache Frage. Also, sagen wir so, wir hatten geplant gehabt, das Ganze um 19 Uhr zu starten. Wir haben es jetzt ja 7:30. Ich habe mich mit meinem Wocheneinkauf abgehetzt, bin im Verkehr stecken geblieben, hatte dann ein Südtexas vor mir, also Kennzeichen Steinfurt. Die können nicht Auto fahren. Ich sage euch das, Freunde, das ist schrecklich. Ich weiß nicht, wie die einen Führerschein erwerben. Moment. Ich glaube, ich muss doch einen mehr rausschmeißen, als ich gemacht habe. Wenn ich der Praxis treu bleibe, oder? Ich glaube, es waren immer 4 waren frei. Das weiß ich wieder. Immer 4 waren hier unten frei. Das heißt, einer muss noch frei sein. Das heißt, ich schmeiße hier noch einen weiteren raus. Jo, und ja, genau. Also nachdem ich im Verkehr stecken geblieben bin, mich aufgeregt habe über die anderen Autofahrer und es endlich hierher geschafft habe, meinen Einkauf weggepackt habe, ich schnell noch was gegessen habe, habe ich hier in Blitzgeschwindigkeit hinter mir meinen gesamten Kram aufgebaut, um dann festzustellen, dass die Technik streikt. Wunderbar. Heißt der Vopel? Wieso nennt man ihn nicht Vogel? Das wäre einfach. Oder Popel. Okay, ich weiß schon wieder, die Witzkategorien, da sind sie wieder. So, Suchti ist da, moin moin. Und Israel Weiß fragt, ist Mo jetzt öfters wieder zu sehen? Das ist der Plan. Sie. K.
Comeback heißt Comeback. Ich erinnere an das Video, was ich vor einer Woche, zwei Wochen gemacht habe. Wisst Bescheid. So, Matthias, natürlich bist auch einer von den Spielern. Ja, klar, ich weiß. Man kennt seine alte Garde noch. Meinst du ST? Wir sagen das immer, Osnabrückern nicht fahren können. Schnauze, Michi. Das sind die von Steinfurt, beziehungsweise jetzt die verkappten Steinfurter, die Tecklenburger, die ja meinen müssen, ihr eigenes Kennzeichen zu haben. Aber es sind immer noch Steinfurter. Können sie tun lassen, was sie wollen. Können wir auch nicht Auto fahren. So. Genau wie die Plöner, sagt Gott, die können auch kein Auto fahren. Es gibt irgendwie immer so, einer der Nachbarschaftsgemeinden, die du um dich herum hast, die können einfach kein Auto fahren. Kannst machen, was du willst. Ich glaube, jetzt können wir endlich zum Champions-League-Spiel weiter fortschreiten. Übrigens wollte ich dir noch mal mitteilen, dass du übrigens mittlerweile auch das Spiel selber übertragen kannst, weswegen ich dann auch mal den Ton vom Spiel mitbekomme und bekommen würde. Oh. Dass ich dann nicht immer in die Ansagen reinklapper. Wäre eine Möglichkeit. Haben Elias und ich jetzt festgestellt. Wollen wir das eben mal machen? Oder ist das zu schwierig, um das jetzt eben zu machen? Du beendest die Bildschirmübertragung, dann sagst du statt Bildschirmübertragung bestimmtes Fenster zu übertragen, ist das dann. Das ist Sekunde. Bildschirmübertragung aktivieren. Kannst eben mal ausprobieren. Genau. Ich tappe mal aus dem Spiel raus, die Musik wird aussetzen. Und zwar jetzt. So, und dann sagst du, genau, drückst du auf Bildschirmübertragung, dann Anwendungsfenster. Mach mal kurz mal deine Cam aus. Weil ich genau da dann, das ist nämlich einfach ein Bildschirm abfilmen, was ich da immer mache. Und dann muss ich jetzt die. Okay, da kam gerade was. Moment. Was mache ich hier? Nee, passt schon. Ich muss nur lesen. Soll ich das vielleicht im Auge behalten? Hier ist was für MC. Dankeschön, aber. Also erstmal vielen Dank, aber ich glaube, das ist. Wenn das für den Server ist, dann ist das schwierig, das jetzt so zu übertragen, dass das wirklich beim Server ankommt. Das kriegen wir aber hin. Also da brauchst du keine Gedanken machen. Ja, okay, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Das schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Okay, jetzt versuche ich das Problem weiter zu lösen. Bildschirmübertragung wollte ich ausmachen. Genau, richtig. So, und dann wieder. So, und dann gehst du es genau auf Bildschirm übertragen und dann sagst du oben Anwendungsfenster. Du hast zwei Kategorien, den gesamten Bildschirm und das Anwendungsfenster. Und sagst das Anwendungsfenster FM. Fenster finden. Richtig. Einen Moment. Ich muss es nur finden. Wo ist es denn? Ich kann es nicht finden. Ich sehe hier zweimal Origin. Dreimal Origin. Viermal Origin. Welches ist es denn jetzt? Oder ist es überhaupt eins davon? Sonst schicken wir mal eines nach dem anderen. Das ist alles voll mit Origin. Okay, ich fange einfach mal an. Das hier vielleicht? Nein. Okay, jetzt hat sich hier irgendwas aufgehängt. Ich bin kurz nicht fähig, irgendwas zu machen. Moment, jetzt kann ich wieder. Eigentlich müsste man das ja sehen. Das müsste eigentlich FM14 Exe stehen. So, das müsste schwarz sein. Was ist, wenn ich ins Spiel gehe? Moment, ich gehe mal eben rüber. Ich gehe mal kurz ins Spiel rein. Ich bin witzig, wenn man das jetzt. Du kannst es aber auch sehen, ohne dass du im Spiel bist. Das Doofe ist, wenn ich nicht im Spiel bin, dann ist es, glaube ich, einfach nur schwarz und dann kann man es nicht erkennen. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Also das war es auf jeden Fall auch nicht. Seht ihr, Freunde, die Technik. Wir lieben sie alle. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches ich schon ausprobiert habe und welches nicht. Ach, dann lass es einfach. Dann ist es so doof. Nee, ich glaube, wir lassen das mal erstmal so und machen das wie gehabt. Sorry für die Unterbrechung, aber es kann jetzt weitergehen. Ich muss mal die Kamera wieder anmachen. Ja, gut, ich glaube, das ist dann. Funktioniert? Ich glaube, das sieht gut aus. Okay. Ja, eigentlich Doppelklick auf mich. Gut, sehr schön. Also, Champions League war hier angesagt. Und danke nochmal an Tick. Vielen Dank. Tick, danke. Wir schauen mal, wie gesagt, wie wir das hinkriegen. Dass das so da ankommt, wo es hin soll. Okay. Auf geht's. Wieso? Ach gut, das braucht manchmal ein bisschen länger zu laden. Falls ihr euch fragt, was ich gerade übrigens parallel mache, ich werde jetzt versuchen, den Chat für den Stream über meinen Laptop zu öffnen, dass ich sozusagen dann nicht mein Bildschirm mal so zweiteilen muss. Ist ganz praktisch, wenn man das Ding mal hat hier. So, wir haben einen neuen Jugendspieler bekommen, Wolfgang Kaltag. Der Nachname kommt mir bekannt vor.
Oh, nicht schlecht. Ui, Heureka. Kaltak, stimmt. Gab's Elvedin doch mal auch. Oder wie hieß der Typ? Ja, stand da gerade, du konntest da gerade sehen, wenn du nochmal auf den Typen drauf gehst. Hast du dann Elvedin da den Kaltak, Bruder markiert. Genau. Wo spielt denn der? Was war das denn für einer? Der spielt zweite Mannschaft. 61. Ah ja, zweite Mannschaft, stimmt. Ja. Jetzt eins, was ein bisschen noch doof ist halt logischerweise, dass diese Marktwerte halt noch ein bisschen alles anders ist, so weißt du. Ja. Hast du einen talentierten Spieler, heutzutage sind diese talentierten Spieler logischerweise eine ganze Menge mehr Geld wert als damals. So, okay, jetzt muss ich jetzt nur... Ne, Moment, der ist ja noch nicht da, der kommt hier erst am nächsten Tag an. Gut, dann muss ich jetzt kurz hier wieder was managen, deswegen heißt das Spiel auch so. Genau. Ja, ich glaube, die einfach. Und diese Spenderliste, die ich übrigens mal angekündigt habe, Freunde, ich versuche mich da jetzt heute Abend noch drum zu kümmern. Ich hoffe, ich krieg's heute mal hin. Ist relativ schwierig, aber ich werde schon irgendwann alle Dateien und Informationen mal wieder zusammenkriegen. Und das hier noch. Gut. Okay. Dann nochmal eben ganz kurz der Übersicht. Also wir haben jetzt hier erste Mal, das ist B-Jugend. Also die B-Jugend ist die talentierte Jugend. Genau. Alles klar. Da kommen die Talente ja immer als erstes rein. Gut. Dann weiß ich Bescheid. So, dann. So. Okay, dann dieser Bobonovic noch heraus. Und dann haben wir es. Genau. Okay. Das ist das gewesen und jetzt können wir die Mannschaft aufstellen schon mal. Oder wir reden erst mit den Leuten. Was ist, Jungs, worauf habt ihr mich schon mal hingewiesen? Das müssen wir jetzt nochmal sagen. Sekunde, was habe ich denn da? Ich möchte einen Spielernamen. Wie viel kostet das nochmal, Malte? Kosten? Ach, das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen scherzhaft. Fragen die das. Tolles Verkaufsmodell, Digga. Gut, dass du das sagst. Wir verkaufen demnächst die Namen einfach. 5 Euro für den Namen. Wenn ihr euch um einen Spieler streitet, dann wettbieten. Oder kloppen. Easy. Nee, lieber nicht. Nee, das lassen wir mal. Ach so, dass fast jeder Mod Spender ist. Ach so, ja gut. Also, Freunde, wenn ihr Mod werden wollt, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe so eine Warteliste. Darauf stehen dann die Leute, die ganz gerne Mod werden wollen und die arbeite ich dann von oben nach unten ab, wenn wir Bedarf haben. Und logischerweise sind das auch Leute, die ziemlich lange dabei sind. Und wenn Leute, die ziemlich lange dabei sind, neigen auch mal dazu, vielleicht den einen oder anderen Euro tatsächlich einem zuzustecken. Ich dachte kurz, du wolltest sagen, wenn ihr Mod werden wollt, so und so viel kostet das. Ja, das sind alles Geschäftsmodelle, die muss ich mir auch irgendwie ausdenken. Eieiei. So, kriege ich jetzt bitte. Okay, so. Gut, das passt schon mal. So, den Chat habe ich. Ich habe die Seite für die Donations, damit ich das jetzt auch mal sehe, was da Sache ist. Gut, ich bin ausgerüstet. Sehr schön. Okay. Ach so, das meint Nico. Wie gesagt, ich habe es angekündigt. Du meinst jetzt. Du meinst jetzt das mit den 100 oder was meintest du jetzt, dass du das jetzt ernsthaft machen wolltest? So, und Elias sagt mal, du hattest mir einen Spieler versprochen. Was auch immer für einen Spieler. Kann ich dir gerade nicht sagen. Okay, dann schauen wir mal, dass wir die Mannschaft jetzt aufgestellt bekommen. Ach, könntest du mir eigentlich noch einen Gefallen tun, doch nochmal durch die Mannschaften gehen, dass ich hier doch nochmal vielleicht einen Überblick kriege, wer wo gespielt hat. Also erste Mannschaft ist jetzt mittlerweile relativ klar. Du hast Benny hinten im Tor, du hast Philipp auf links, dann hast du Billy Bismarck hinten in der IV mit drin, zusammen mit Marz, den wir uns geholt haben von Bayern. Den griechischen Verteidiger, der mit drin steckt, Zanonion schon ewig begleitet. RV-Position ist auch wieder so eine vakante Geschichte. Dann unsere Mega-Achter, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das wissen wir. Das ist Büchler, Schüring und unser guter Nico, der schon seit Ewigkeiten dabei ist und sich ja seit Ewigkeiten diesen Spieler geschnappt hat. Dann haben wir hängende Spitze. Was war Matthias nochmal? War der hängende Spitze? Ja. Genau, der war für die hängende Spitze mit eingestellt. Das heißt, wir haben da Peintinger und Matthias. Und vorne haben wir Dröge, Peto, Post und dich. Und meine Wenigkeit spielt er wahrscheinlich in der zweiten Mannschaft noch, ne? Ich glaube schon, ja. Das sieht so aus momentan.
Genau, ich spiele in der zweiten Mannschaft. Frag nicht, woher dieser Nachname kommt, Freunde. Das war einfach zu witzig. Weil das Ding war, wir hatten diesen Typen gehabt und der hat halt einfach einen anderen Vornamen gehabt. Das war ein generierter Spieler mit genau diesem Nachnamen. Und ich habe mir mein Leben lang hier einen abgebrochen, diesen Nachnamen auszusprechen. Jetzt habe ich den Spieler. Einfach, weil es einfach sonst kann. Genau. Ja, stimmt. Hier spielen natürlich auch noch einige Vertreter. Slide Curry spielt hier unten mit drin. Neben meiner Wenigkeit natürlich. Natürlich auch Michael Holzapfel, das Maskottchen. 28 Jahre alt, Stärke 23. Wichtig, mehr Alter als Stärke. Das ist Erfahrung. Ja, Timo Walter hier auch noch mit drinne. Michi ja natürlich auch mit dabei unten. Warum der in der Startaufstellung nicht steht, frage ich mich jetzt gerade aber tatsächlich. Vielleicht, weil er verletzt war. Und ja, sollte man vielleicht mal anpassen. Ja. Vielleicht so ungefähr. Ja, dass du die Jungen lässt spielen. Und dann kann der endlich darunter. Änderst mich mit den Geschäftsideen schon fast wie das Känguru. Meinst du, das sind so känguruartige Geschäftsideen? Alles klar. Ja, das Känguru fängt jetzt an, auch einen eigenen YouTube-Kanal zu machen und. Und du fragst, ob das nicht auf meinem Zettel steht. Welchen Zettel? Also das Ding ist, ich führe ja seit einiger Zeit immer so notizblockmäßig. Huch, liegt nicht. Moment, ich muss noch mal kurz raustappen. Und was zeigen? Moment, also was heißt zeigen? Das seht ihr ja. So, dann mache ich es mal so. Dann sieht Malte das, glaube ich, auch. Ja. Nico, das war der falsche Stream. Du bist ein Trottel. Entschuldige. Also, erstmal, ohne Witz, du bist vollkommen wahnsinnig. Zweitens, das war der falsche Stream. Für das, was du sehen wolltest, brauchtest du was anderes. Aber dir zeige ich diese Einblendung. Komm nachher, nach dem Stream, komm noch mal eben in die Laberecke rein. Du wirst diese Einblendung sehen, weil dir mindestens gehört das Ding. Um Himmels Willen, hier oben, Alter. Hier oben. Ja, ich bin gerade ein bisschen Digga, die Spenderliste ist zerstört. Jo, GG. Ich sehe es auch. WTF. Jo, was geht denn? Alter. Ehrenmann. Also das tut mir jetzt ehrlich Scheiße. leid, dass ich mir eine eigene Szene eingerichtet habe. Ja, da wollte ich gerade sagen, das hast du echt verbockt, Mo. Also deswegen, komm noch mal, wie gesagt, gleich unbedingt in die Laberecke rein. Ich muss dir diese Szene zeigen, einfach damit du das gesehen hast. Alter. Himmel, Arsch und Zwirn. Puh. Heftig. Jo. Also ich würde sagen, Kinder, einmal einen fetten Applaus für Nico. Das ist echt. Du hast Naschmich. Himmel. Ja. Ei. Ja, vielleicht, ich werde das, glaube ich, auch noch so machen. Ich werde, glaube ich, diesen Einspieler, Freunde, den lasse ich dann noch mal im Russland-Stream oder so laufen. Einfach, weil du es getan hast. Dann werde ich das noch mal probeweise ablaufen lassen. Und dann haben die Leute auch ihren Spaß noch dran. Ja, Alter. ich versuche mal irgendwie das jetzt noch fortzuführen, den Stream. Moment. Ey. So, da läuft die Musik wieder. Also nichts gegen Tick, ne? Danke für deine 7 Euro, aber ich glaube, dieser Stream geht leider nicht wegen dir in Erinnerung bleiben, sondern wegen Nico. Ei, Himmel. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Sekunde. Also Nico schreibt gerade, ich habe dir gesagt, dass ich es mache. Ich habe auch gesagt, dass du einen Arsch offen hast, wenn du das machst. Jo, also kommt auch schon der Applaus, also von allen Seiten, ohne Witz. Ich glaube, deine Alter. Kamera bleibt manchmal stehen. Ab und zu. Jetzt läuft's gerade flüssig. Ich weiß nicht, ob so weiterhin so weiterlaufen Wir werden wird. sehen. Aber ja. Hopefully. Ich dachte eigentlich, der Stream wäre besonders, weil wir heute Champions League spielen. Ja, Pustekuchen hat Nico sich gedacht. Ihr meint, ihr habt eine gute Idee, ich habe eine bessere. Okay, alles klar. Auf jeden Fall. Ehre, Jetzt müsste ich Ehre. ihn ja eigentlich trotz der schlechteren Frische aufstellen, ne? Ja, wollte gerade sagen, also es ist ja Champions League, ne, gegen Tottenham, erstes Spiel. Ja, gut, da hat er sich mal eben die Startelf gekauft.
Das sehe ich ja jetzt auch. Dass das Malte dein Bild stirbt. Ja, weiß ich nicht, ob es immer noch so ist. Also eigentlich, mein Internet sagt mir, ist alles easy. Ich versuche mal ein Auge drauf zu haben, ob es immer noch so ist. Aber ja. Ansonsten lass ich da nochmal neu über... Ach, das Bild steht insgesamt. Sekunde, das lässt sich lösen. So. Einmal ach, kurz cool, ich muss gar nichts neu machen, nachdem du das außen angeschaltet hast, wie sonst. Ich glaube, sonst muss ich irgendwie immer irgendwas machen. Na egal. Wollen wir irgendwie eine Siegesprämie oder so für die Champions League ausrufen? Oder... Das ist Gruppenphase, wäre ein bisschen früh. Wenn es nachher auf der Kippe steht, vielleicht mal am dritten Spieltag, kann man durchaus, da kann man auch was drauflegen, das ist schon aber echt heftig. Yo, Spieler auf dem Match, alles klar, Nico Hildebrand. Nico, hab ich etwa übertrieben? Nein, gar nicht, easy. Herr Himmel, Gott und Donnerschlag. Das Geld von Nico ist quasi die CL-Prämie. Ja, ohne Witz. Können wir theoretisch jetzt sagen, was eine Antrittsprämie? Siegprämie 110 Euro oder so. Keine Ahnung. Ja, das können wir machen. So 110 Euro, die tun mir jetzt nicht weh von der Planung her. So, dann stellen wir das jetzt ein. Dann geben wir das einfach weiter. Wobei eigentlich 10 Euro, weil 110 durch 11. Ja, aber die Bankspieler kriegen es auch. Na ja, dann geht's nicht mehr auf. Ja, machen wir 110 draus. Genau, machen wir so. Genau, warum mir hat tatsächlich Tobi schon geholfen. Sehr schön, da muss ich da nicht mehr hinterher. Okay, Supi. Ey, Himmel. Ich glaube, wir können loslegen, oder habe ich irgendwas vergessen? Entschuldige, ich muss meinen Kopf mal wieder zum Arbeiten bringen. Das gerade war jetzt zu extrem für mich. Die frische Wert. Darauf scheißt du jetzt und machst es in der Bundesliga oder was machen wir jetzt? Machen wir jetzt nach Stärke? Genau, ich würde bei der Champions League würde ich nach Stärke spielen. Gut. Bin ich bei dir. Okay, dann sind wir bereit für unseren Champions League-Auftritt. Andererseits ist es die Gruppenphase und da kann man vielleicht, wie gesagt, später noch reagieren. Was sind unsere Gruppengegner nochmal? Kannst du mir das zeigen? Weiß ich nicht auswendig. Müsste ich nachgucken. Moment, wo guckt man das ein bisschen nach? Ja, öffne Tabelle war schon richtig. So? Oder, ja, hätte ich gemacht. Die Bundesliga. Ja, und jetzt kannst du mal auf Wettbewerb gehen oder war das unter Land? Nee. Ich öffne einfach mal den Kalender und dann kann man ja auch da sehen, wie gegen wir spielen. Wir spielen gegen Barca. Tottenham, Barca, ja, ich sehe schon. Wir sollten vielleicht Beşiktaş und. Ja, das reicht. Das ist schon das Reale. Alle. Klar. Also, Freunde, Barca, Tottenham, Beşiktaş. Ich würde sagen, gegen Tottenham können wir nicht auf Schonung setzen. Also, der RSC Pfullendorf ist jetzt hier nicht so mit dabei. Genau. Okay, dann fangen wir einfach mal an oder so, glaube ich. Jo. Gut, auf geht's. Ja. Achso, ich speichere einfach mal vorher. Ich glaube, das war die Taste. Jo. Ja. Und an Mr. Photon noch mal kurz gerichtet. Er hat mich gesagt, wollte er nicht sparen, in Klammern Nico. Genau, das habe ich nämlich aber auch, das war nämlich das, was wir eigentlich gesagt hatten. Wir hatten nämlich eigentlich gesagt, dass Nico mal sein Geld mal sparen sollte für 4-5 Wochen und dann machen sollte. Der hat einen Arsch offen. Vor allem wäre das, glaube ich, günstiger wegen der Transaktionsgebühr oder sowas, die bei den Spenden immer dazukommt. Ich glaube, das ist besser, wenn man wenig selten spendet und dafür viel oder sowas. Aber ja, das ist richtig. Also wegen den Gebühren, dann haben wir nicht so ein Theater mit. Ich glaube, das sind Beschwerden Malte, auf hohem Niveau oder so. Also was heißt Beschwerden auf hohem Niveau? Das heißt wiederum, ihr habt dann die Gebühren nicht zu zahlen, wenn ihr uns die Gebühren schenkt. Wenn ihr uns die Gebühren nicht schenkt, dann ist es tatsächlich jammer auf hohem Niveau. Achso, ja. Also so gesehen eigentlich eine Beratung unsererseits. Wobei, kommt drauf an, ob man sagt, dass man selbst die Gebühren trägt oder nicht, weil standardmäßig trägt man sie ja nicht selbst. Ja, das habe ich ja gehabt. Das war meine Intention dahinter. Naja, okay, fangen wir einfach mal mit dem Spiel an. So. Richtig. Elias fragt, wann gibt es neue Spieler? Wir machen das immer sowas wie die Spieler, wenn wir sie hochziehen, dann, ne, verkaufen. Genau, wenn wir sie in den Kader holen, der ersten oder der zweiten. Richtig, genau. War das bisher immer. Genau. Okay. So, ich muss noch ganz kurz weiter. Wollen wir im Heimtrikot spielen oder im Auswärtstrikot? Wir spielen aus. Oh, nee, ja. Was ist ein Heim nochmal? Was ist Heim? Was das aus? Ist hier. Achso. Heim und das ist auswärts. Wir nehmen die roten. Ist besser. Okay. Wo sind die Ausweichtrikots, wenn man sie mal braucht? Ja. So, okay, dann kann es, glaube ich, losgehen. Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Jo, ich drücke noch mal eben ganz kurz meine Kommentare durch. Die haben nichts drauf. Keiner kann euch aufhalten. Nee, weiß nicht. Bin total das... Was sind das denn für Ansagen hier? Moment.
Dartmannschaft darf nicht verlieren, das ist vielleicht was. Die haben nichts drauf, die Flaschen. Ist nur Tottenham, also was sollen die? Ist nur, ich wollte gerade sagen, sind nur 13 Punkte stärker als wir. Ja, das kommt auch noch dazu. Dann machen wir einfach mal nicht verlieren oder so. Das wäre schon ganz praktisch. Okay. Also wir schaffen einen Punkt, jetzt holen wir gut. So, um eben kurz durchhauen hier nochmal. Die Spenderliste ist jetzt voll am Arsch, Malte, sagt Nico. Ja, ich hatte schon so einen kleinen Vordruck gemacht, den muss ich nochmal ein bisschen abändern. Mr. Photon schreibt, kennt ihr mich? You mean what? Fragt auch dann der gute Collie. Dann wird Photon ausgesprochen. Ja, das habe ich Ihnen gesagt. Photon. So, jetzt hört auf zu meckern. Ja, sind schon dabei. Gut, dann können wir jetzt also rangehen. Ey. Da spendet einer und dann wird er erstmal beleidigt. Ja, so läuft das hier. Jo. So ist richtig. So, dann so ey, Kaderabek, alles klar. Philippe Andersson, Holpi! Wichtig, Kokorin, Lamella. Also ist ja eine interessante Aufstellung. Zweimal Williams haben die. Interessant. Ja, was Tottenham da auf den Platz bringt. Ja gut, unsere legendäre Elf ist natürlich klar. Viele davon ja schon seit Ewigkeiten im Verein. Aber wollen wir mal gucken, was da jetzt so abgeht. Also, wenn wir heute schaffen, Punkt mitzunehmen, wäre das schon schlecht. Was noch wichtig wäre, ich glaube, das kann man vielleicht so lassen. Dann gucken wir mal, wie das läuft. So wie der Philippe Andersson da durch. Erstmal rennt er es aus. Gut, dann halten es aus. Was ist die Königsklasse? Mein Bild spackt schon wieder rum. Oh, abseits, schade. Das sah schön aus. Besser? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, so intensiv. Wir meinten die Leute. Achso, ja. Du hast Photon gesagt. Wenn ich Photon sage, dann ist das Photon. Aber ich habe Photon gesagt. Ich habe das H betont. Das war der Unterschied. Ach Gott, so Freunde, ich muss mich jetzt ein bisschen aufs Spiel konzentrieren, was jetzt hier abgeht. Dementsprechend also mal ganz kurz Kommentare ignorieren. Photon klingt irgendwie nach Verdauungsproblem. Ja. Stark. Apropos stark, oh. Bislang der Tottenham Auftritt. Lässt auch nicht an Stärke zu wünschen übrig. Gut, Alexandre. Hey, der wird eigentlich Alexander, glaube ich, so geschrieben. Ich glaube, das ist gar kein Alexandre. Aber egal. Kokorin, also mit dem Führungstreffer der russischen Nationalmannschaft Stürmer. Ehemalig dann jetzt aus unserer Sicht St. Petersburg spielend mit dem Führungstreffer. Das ist schon nicht gut, Freunde. Oh, der rennt jetzt einfach mal durch oder so? Nee, oder auch nicht? Nee. So optimistisch wäre ich da jetzt nicht. Sah aber so aus. Mo, warum sieht man deinen Hintergrund, fragt Michi. Mein Hintergrund? Welchen Hintergrund? I don't know. Ich habe gerade den Stream nicht offen. Das kriege ich tatsächlich nicht mehr berappt, wenn ich jetzt tatsächlich den Hintergrund Stream auch. Ich sehe keinen Hintergrund. Jetzt sind da hinten dann die Poster, die kein Mensch sehen darf. Von irgendwie Ponys. Oh, schade. Starker Pass eigentlich. Das ist eine gute Idee da. Von Nico. In diesem Fall natürlich unser Nico. Gibt ja zwei Nikos in der Startelf. Das Bild verschwindet manchmal und kommt dann wieder. Vielleicht, weil ich, also wenn ich rein und raus tappe, dann verschwindet Malte kurz und taucht wieder auf. Vielleicht meintest du das? Stream extrem verpixelt bei 1440p. Videoübertragungsrate passt nicht. Hast du eine zu hohe Videoübertragungsrate? Kann das sein? Dass die ein bisschen zu hoch gelandet ist bei dir jetzt? Weil du hast gesagt, ich mach mal einfach. Ich kann sein, ich hab, dass die zu niedrig eingestellt ist. Also ich kann eben mal versuchen, das anzuhalten. Dann müsste ich kurz die Datenübertragung beenden. Aber das dürfte eigentlich kein großes Problem sein. Ich tapp mal kurz raus. Moment, ich... Irgendwas Rotes links vom rechts vom Spielfeld. Und deine Kamera hängt wieder. Ich weiß aber nicht, ob ich das verursacht habe. Mach dich mal kurz wieder weg, damit ich in Ruhe auf dem zweiten Bildschirm was einstellen kann. Macht es. Ich glaube, ich muss kurz die Datenübertragung beenden, weil ich da was falsch eingestellt habe. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Ah ja, ich sehe das Problem. Ich weiß, welchen Fehler ich gemacht habe. Okay, ich beende kurz die Datenübertragung und dann sehen wir uns wieder. Also bis in wenigen Sekunden. Und theoretisch müssten wir jetzt wieder da sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, kannst du das so einfach machen? Ist dann nicht der Stream komplett unterbrochen?
Das war bei Restream so, aber das nutzen wir ja im Moment nicht. Gut, okidoki. Nur, dass wir es nochmal geklärt haben. So. Achso, ich muss deine Kamera wieder einschalten. Ich starte es ja auch nochmal So, jetzt neu. bist du wieder da. Oder jetzt nicht, und jetzt bist du wieder da. So. Durch den Neustart hat man ganz kurz meinen Desktop gesehen. Naja, egal. Ich glaube, Schlimmeres. So, ich glaube, jetzt könnte es besser aussehen, das Ganze. Also für mich ruckelt es jetzt interessanterweise. Huch. Anonymous 8, das sieht aus wie ein. Ich glaube, es ist ein Test. Hat jemand getestet? Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Tobi, bist du im Hintergrund am Testen? Das ist nämlich nicht gut. Ja, jetzt bei den anderen wäre gut. Okay, Okay. dann lebe ich jetzt mit dem ruckelnden Bild, aber wenn es bei euch passt, ist in Ordnung. Verlasse ich mich jetzt einfach auf Mo seine Ansagen, wenn hier irgendwas passiert. So, Kokorin im 16er und im Tor. Also nicht Kokorin, sondern der Ball. Ja, gut, okay. Tottenham vielleicht dann doch noch eine Nummer zu groß. Und Tobi Wobei sagt, eigentlich nee, nicht, ist nicht sind wirklich genauso wie besser. wir. Also was denn jetzt, Jungs? Werdet euch mal einig. Merkwürdig, Also. denn ich übertrage jetzt 10.000 Bit. Also, ne, Bitrate 10.000. So. Kilobit sind das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Also eigentlich. Okay, Tobi meint, nee, nicht wirklich, aber Quali passt jetzt. Auch wenn das Oh, wir haben Tor geschossen. Ergebnis. Jawohl, Peto. Ach, du meinst das Ergebnis. Ach so. Ah, okay, das Fußballerische. Und Danny sagt, diese Einblendung verschwindet nicht. Welche Einblendung jetzt zur Hölle schon wieder? Die wegen den Anonymous 8, warum auch immer das Ding da jetzt aufgetaucht ist. Ach, okay, hat's doch geschafft. Alles klar. Jungs, irritiert mich nicht immer so mit eurer Technik, mit So, technischen dröge. Problemen. Hoffentlich wird das nicht dröge jetzt. Ne, sieht gut aus. Oh, und Peto ist frei. Durch, alleine und schießt auf den Torhüter. Ja. Schade. Ja, der kommt an, interessant. Also zumindest sind wir dran, Und Kinder. Peto ist wieder 2-1. durch, schießt und wieder auf den. Naja, wäre dann weniger auf den Torhüter, der Fall dran. Hätte ein bisschen Ah. weiterlaufen können, glaube ich. Ein bisschen Ja, näher das ist ja ran. immer das Ding bei uns. Die schießen ja immer so gerne außerhalb der 16 lassen, nur dann sind sie cool So, genug, die nächster Tore. Versuch. Dröge. Wird gelegt. Das gibt Freistoß. Und eine gelbe Karte. Wird jetzt gern gesagt, wer die kriegt, aber das verrät mir das Spiel nicht. Moment, Williams. Ich weiß noch nicht welcher, aber Williams. Einer der beiden Brüder Williams. FIFA 19 Spieler wissen, was ich meine. Ah, zumindest die Schusskraft hat gestimmt. Oh, ah ne, es war abseits. Okay, es war eigentlich. Wobei, so deutlich war es gar nicht. Aber es war abseits. Immerhin. Reicht. Spielstärke gefühlt San Marino. Habt ihr Distanzschuss etwa an? Fragt Danny. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber mit Sonst dem hätten wir das schon Problem. längst geändert. Das Problem haben wir nämlich schon seit längerem. Richtig, das verfolgt uns seit keine Jawohl, Ahnung. Peindinger. Da hat er nicht aufgepasst. Einfach mal der Ball weg. So. Peto. Und. Boah, Alu. Aber nächster Versuch. Dröge. Bleibt an Williams hängen. So, Büchler. Dröge. Williams. Wieder Büchler. Der kommt schon wieder an. Jawohl, Peto. Zieht ab. Loris. Okay. Ja. Naja gut, wenn wir noch weiterhin so viele Torschüsse haben werden, dann könnte das vielleicht noch was werden. Sekunde. Derweil führt Barcelona 1-0 gegen Ich muss mal kurz Besiktas. mal einwerfen. Hier ist gerade wer im Chat namens Anonymous 8. Echt? Ach so.
kann das sein, dass du gerade Geld gespendet hast und ich das jetzt mit Mozart für einen Bot hielt? Das vor allem war, stand da auch noch Nice Stream und das ist so ein Kommentar, der steht halt immer da. Nachricht wurde gelöscht. Jemand hat. Okay. Weiß ich nicht. Bin verwirrt. Hä? Anonymous 8 wurde gerade. Also seine Nachricht wurde gerade gelöscht. Hat vielleicht irgendeinen Mod gemacht gerade. Vielleicht. Okay, müssen wir nachher noch mit Tobi und Lias drüber diskutieren. Es deutete jedenfalls alles auf eine Testspende von Tippy Stream hin. Hin, richtig. Ja, so, okay, Halbzeit. Peintinger ist müde. Den könnte man vielleicht rausnehmen. Jo, Zeit für Matthias. Matthias rein. Und sonst. Wollen wir noch weitere Leute wechseln? Ich hab gesagt, letzten zwei lassen wir erstmal noch offen. Okay. Gucken wir uns das nochmal an. Also muss ich sagen, unnötig schon die Stärke vom Platz nehmen. Und ja, wollen wir was erzählen? Könnt ihr besser, darf nicht verlieren. Ja, ich würde aber nicht unbedingt mehr riskieren, als sein muss. Also. Wir hatten uns doch so viel vorgenommen. Hashtag Jammerlappen. Ja. Jammerlappen, so rum. Na gut, dann riskieren wir halt nichts. Sollen wir auch recht sein. Ach, Kinder, zu eurer blöden USA-Geschichte. Keine Ahnung. Die Leute fragen immer wieder, ob du USA jetzt noch weitermachst. Ist erstmal nicht direkt geplant. Ich schließe nicht aus, dass es irgendwann weitergeht, aber es ist im Moment nicht geplant. Ich meine, mittlerweile bin ich ja nicht mehr der Einzige, der das Spiel bedient, sozusagen. Deswegen hoffe ich, ist das nicht ganz so schlimm. So. Richtig, ihr kriegt schon genug Material, Freunde. Genau. Daran soll es nicht scheitern. So, und Matthias freut sich über sein Champions League Debüt. Ja, das genau. Sehe ich mich auch, auf jeden Fall. Also mit deine, was hast du, 18, 19 hast du auf dem Buckel? Jetzt erstmal Champions League Debüt. Also, ja. Eine ganze Halbzeit gegen Tottenham. Bockt schon auf jeden Fall, würde ich sagen. Wollen wir mal gucken jetzt. Also, einen Ausgleich hätte ich, wie gesagt, schon noch ganz gerne. Wird erstmal gelegt mit seinem ersten Ballkontakt und holt einen Freistoß raus. Ja, solange ich verletzt ist. Karte für Erik Lamela oder so. Lamela. Keine Ahnung. Soll ich öfters Premier League gucken? Kennst du ja auch. Naja. Muss man ja auch erstmal machen. So, da ist er, Matthias. Und Loris. Schade. Wäre schön gewesen. So, und. Oh, schade. Ich glaube, das wäre eigentlich nur Abseits gewesen, oder? Dann hätte man das nicht trotzdem abpfeifen müssen, wenn das welches gewesen wäre? Ich weiß es nicht. Naja, jetzt wird's gefährlich. Vorbei. Oh. Ich habe den drin gesehen, komischerweise. Aber der ist vorbei. Sehr knapp. Knapp, ja. Ei. Danny fragt, können wir nachher mal unsere Taktik zeigen? Das können wir, denke ich, durchaus machen. So, ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. So, Nico zu Matthias und Dröge und De Rosa. Oder so. Hatten geblieben. Beto und Dröge und jetzt nicht mehr viel Hindernisse und Tor. Jawohl, stark. Ausgleich. Sehr gut. 2-2 gegen Tottenham. So, Schiri, abpfeifen. Wollen wir langsam mal wechseln oder so? Ja, jetzt können wir tatsächlich und vielleicht auch ein wenig mehr Richtung Defensive. Bei der Gelegenheit können wir auch theoretisch die Taktik zeigen. Genau, das darfst du auch gerne mal tun. So, bei mir ist es so verpixelt, das musst du jetzt gerade mal kurz regeln. Also ja. Das ist hier ziemlich, ja, extrem gehalten, diese Taktik. Aber es funktioniert bisher. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auch nicht das, was man hier sieht, würde ich mal behaupten. Weil das, ja, das ist einfach nur extrem. Teilweise einfach hier auf 80% was geht. Aber was, glaube ich, interessant ist, sind die Anweisungen, wenn man die mal zeigt. Distanzschuss ist da jetzt nicht bei, ne? Nicht, dass ich wüsste. Also, gut. Zeigen wir hier von unserem LV. Ich gehe da jetzt einfach mal schnell durch. Es kann sein, dass es auch sich manchmal ein bisschen verstellt, aber ich hoffe mal, dass das so ist, wie es ursprünglich gedacht war. Also, Moment, ich gehe nochmal zurück. Also, LV, das sind die Innenverteidiger.
sieht alles bei den Abwehrspielern, scheint alles noch gleich zu sein. Ich weiß es auch nicht mehr auswendig, was wir für Einstellungen hatten. So. Übrigens kann ich sagen, ach hier, wir haben ja drei Innenverteidiger, genau. Fünferkette. So, ZMs. Sind die auch gleich eingestellt? Ne, die waren ein bisschen anders, genau. Vorstöße ist da anders. Der Rest ist war auch ziemlich neutral. Aber die Tacklings vor allem, die haben wir da auf maximal, weil man sich das anscheinend erlauben kann. Wir kriegen jetzt, glaube ich, nicht so viele Karten, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, das geht. Also für Play-Preis gewinnt wird es nicht, aber ist schon noch in Ordnung. Das ist ein Stürmer. Das ist eine hängende Spitze. Hier unten sieht man ein paar Haken drin. Dribbling ohne Gegenspieler bei Standards nach vorne. Ja, gut. Ist nicht schlecht, wenn Stürmer bei Standards vorne sind. So, dann haben wir hier nochmal einen Stürmer und ich glaube, das waren die wichtigsten. Übrigens kann ich an der Stelle sagen, die Laufwege sind vielleicht auch nicht unwichtig. Die sehen so aus. Und dann kann ich sagen, ich habe mich bei dem Erstellen dieser Aufstellung, ich weiß nicht mehr, wie sehr ich mich orientiert habe. Ich glaube, kann sein, dass ich die Aufstellung ein bisschen angepasst habe, als ich die damals erstellt habe. Aber die Anweisung und sowas, die Laufwege sind, glaube ich, sehr stark orientiert an der Aufstellung von einem Typen namens Dino, glaube ich, aus dem Fußballmanager-Forum, also aus FM-Arena, glaube ich, da hatte ich das gefunden. Da hat er hilfreiche Aufstellungen und ähnliche Sachen geteilt. Also ein sehr hilfreicher User. Dino12 heißt er, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, ich glaube, von dem habe ich sehr viel Inspiration, wenn man nichts fast sagen könnte. Vielleicht habe ich da ein bisschen zu sehr abgekupfert, aber es funktioniert. Dann noch zwei Fragen aus dem Publikum. Erstens fragt Luvo, wie war das eigentlich Status bei den Investitionen? Hat man nicht was von wegen Stadionausbau uns mal gedacht gehabt? Das haben wir sogar gemacht. Da warten das wir jetzt noch so drauf, gemacht. Dass es fertig wird. Genau, wir haben gerade unser Stadion ausgebaut und ich glaube, dafür einiges an Geldsummen. Ich bin verwirrt. Matthias ist jetzt schon genauso müde wie Feindinger, als wir den rausgeholt Hast haben. Hast du nicht gesehen? Gibt's nicht. Sorgt für andere Personalien. Und Nico, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, du hast 9 von 10, ne? Sterne. Ja, genau. Richtig. Okay. Dann könnten wir jetzt vielleicht Büchler rausnehmen. Der ist der müdeste mittlerweile. Und Elias, ja, du hast nicht zugehört. Nochmal, neue Spieler gibt es dann, wenn, also beziehungsweise neue Namen gibt es zur Verfügung, sobald die Spieler aus der Jugend hochgeholt werden in die zweite oder erste Mannschaft. Dann gibt es Namensverteilung. Außer auf irgendeinen EV, glaube ich, es dämmert langsam bei mir. Ich glaube, da hatte Lord einen Anspruch drauf gehabt. Auf daran irgendeinen Innenverteidiger. Glaube ich auch noch, ja. Ja. Okay, ich habe jetzt mal Schüring reingenommen für Büchler. Wollen wir den anderen Wechsel auch machen oder wollen wir warten? Wie viel Minute? Wir haben jetzt die 56. Warten wir noch. Okay. Letzten Wechsel, kann man noch mal gucken, wie es sich entwickelt. Infrastruktur in allen Gebäuden und Mitarbeiter waren ja auch noch Baustellen. Ich weiß nicht, ob die noch offen waren, weil ich meine, wir hätten uns tatsächlich ziemlich überhoben mit dem Stadion. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Da haben wir richtig auf den Putz gehauen. Ich wundere mich nur, dass der Matthias hat jetzt schon eine Frische von 52. So viel wie der Feindinger, als wir den rausgeholt haben. Hast du dir mal Laufwege von dem hängenden Spitze angesehen, die da machen muss? Oder die du eingestellt hast? Ja, der rennt quer übers Feld. Aber richtig, das Problem haben wir, glaube ich, nicht immer. So krass. Sonst wäre die Situation, glaube ich, noch schlimmer. Ich weiß, dann nochmal nachgucken normalerweise. Malte, wenn ich mich noch richtig entsinne, habe ich im Hinterkopf, dass ihr finanziell vorsichtig sein müsst, aber ich kann mich irren. Urin. Jawohl. Das hat geklappt. Jetzt sind wir wieder vorne. Peto. Auf Dröge. Schade. Oh, nein. Und Elias, mir hattest du generell einen Spieler versprochen. Ja, generell kann wohl sein, dass du mal einen kriegst, jawohl, aber wie gesagt, musst du halt nur gucken, was dir dann hochkommt und was dir dann in den Kram passt. Wie gesagt, bis auf diesen einen IV, weil da hatte Lord Anspruch drauf. Aber ansonsten, ja, erinnere ich mich auch noch dran. Oder meine ich zumindest, mich dran zu erinnern, sagen wir es so rum. Sehr gut. Röge. Oh. Kein Abseits. Simon haut jetzt Ding rein wie Luka Jovic. Alter. Was für ein Champions-League-Debüt. Eieiei. Da kommt einfach der Matthias an. Also erstmal, das war schon ein genialer Pass, dann lässt er den Verteidiger noch aussteigen und chippt das Ding über den Torwart. Alter. Wahnsinn. Okay, Führungstreffer.
So, den letzten Wechsel darfst du meinetwegen auch ja, stimmt, das können wir jetzt machen. Oh, der ist wieder auf außen durch, das ist schon wieder doof. Wollen wir wieder rausholen? er ist ziemlich müde. Da haben wir eigentlich nichts für. Lass mal drauf. Wir haben da nichts. Also wir haben Post, der ist sowas ähnliches. Naja. Aber der ist halt auch ein... Na gut, so viel schlechter ist er gar nicht. Ja, weiß doch nicht, ob der hängende Spitze spielen kann. Naja, das stimmt. Ja, ein bisschen schlechter. Na gut. Dann lassen wir das mal. Sonst noch irgendwas hinten vielleicht, was sie anbietet oder so? Wir könnten Philipp rausnehmen. Und Orbei rein. Der ist nämlich der nächstmüdeste. Gut, dann machen wir das. Dann ist das letzte Wechsel. Auf geht's. So, jetzt hoffen wir, dass daraus nichts wird. Und Benny ist da, jawohl. So. Oh, schön. Matthias ist wieder da. Danny gehe ich gleich drauf ein. Den weiter, aber der kommt nicht an. Schade. Schüring war ein bisschen zu langsam. Das war ein Foul anscheinend. Oder war. Ja. War vielleicht ein Einwurf. Ja, das ist richtig, aber der Flex hat er gut rausgeholt. Okay. Ja, ich war mir nicht sicher. Ich dachte nämlich auch, das war fair. So. Gut, naja, jedenfalls schauen wir mal, ob das noch was wird hier mit der Führung, die wir jetzt nur noch halten müssen. Schön, das sieht gut aus. Matthias ist wieder da. Peto. Oh. Zieht ab und landet wieder bei Luis. Ei, also diese Balltechnik hier. Vor allem so viel, schön viele Chancen, die wir hier haben. Also wir haben viel mehr Chancen als Tottenham. Das sieht gut aus. Ja, so die ersten 20 Minuten, die waren ein bisschen kritisch. Aber jetzt ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Weil Malte Jinx. Jawohl, Zanoni. Sehr gut. Was ein Pass. Schüring, jawohl. So, Peto. Hoch und weit bringt sich ein. Der könnte drankommen, der kommt dran. Achtung, da ist jemand. Achtung, da ist immer noch jetzt nicht mehr. Hui. Aber da war Williams. Schade. Und da ist Hilbrand. Und da ist eine Latte im Weg. Ei, Alu. Schade. Himmel. Schüring, sehr schön. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Matthias ist da. Immer noch Dröge. Wow. Direkt weitergeleitet ins Tor. Sehr gut, Direktabnahme, so muss das. Schönes Ding. Schönes Ding, Freunde. Direktabnahme, mit der Innenseite perfekt reingesetzt. Wir hatten ja, Stand zwischenzeitlich 0-2 für uns. Also gegen uns. Aus 2-0 macht 4-2. Ja, gute Arbeit, würde ich sagen. Und Matthias, natürlich gehen schöne Grüße raus. Also Champions League Debüt, ne, kann man schon mal machen in dem jungen Alter und dann auch noch direkt ein Tor schießen, was nicht gerade unentscheidend ist. Auf Lamela und Benny ist da. Sehr schön. Raus damit! Oh Gott. So, Himmel. Matthias. Sehr schön, da ist ziemlich viel Platz. Peto, da ist immer noch viel Platz, Dröge. 1-1. Ah, schade. Na. Da versuchen sie sich die Gnabrys und Salamela unseres LPs. Ist durch, weil er schneller ist als Marz. Macht den Anschlusstreffer. In der 90. Minute. Ja, da fehlte tatsächlich also die Kraft, besser gesagt. Aber das ist wieder so ein typisches MTV-Gießenspiel. 4-3. Hauptsache viel Action drin. Ja, oh Mann, ey, unsere Leute waren echt viel zu langsam. Es dürfte eigentlich nicht mehr viel passieren. Das Spiel müsste jeden Moment abgepfiffen werden. Ja, hoffentlich. So. Pfeif ab. Okay, sehr das gut. War's. Wir haben die ersten 3 Punkte geholt. Der Auftakt ist doch noch geglückt. Nachdem ich schon gedacht habe, das wird heute nichts. Erstmal ein Tor nach dem anderen kassieren, aber nicht schlecht. Gut, 4-3 also gewonnen gegen Tottenham. Das ist jetzt schon mal gut für uns. Das bringt uns schon mal ein bisschen Sicherheit, weil jetzt das nächste Mal Barcelona ist, glaube ich, nicht einfacher. Oh, Besiktas hat das Spiel auch gedreht. Was, echt? Als ob. Okay, ich würde sagen, diese Gruppe war auf den Wettschein vieler Menschen interessante Nummer auf jeden Fall. Interessant. Himmel. Interessant. Gut, dann nochmal ganz kurzer Einwurf von Danny, der vorhin kam. Könntet ihr die hängende Spitze mehr Vorstöße einstellen? Denn sonst muss immer der Stürmer alleine durchdribbeln, so mal als Test. Läuft der HS nicht schon viel genug für meinen Geschmack?
wir können uns mal einstellen und uns die Auswirkungen ansehen innerhalb des Spiels. Aber ich habe immer auch die Gedanken daran aus den alten Kreisliga-Zeiten, dass Vorstöße nicht Vorstöße nach vorne sind, sondern Ball vorstoßen. Eine gute alte Sache. So. Okay, das war das Spiel Nummer 1 in der Gruppenphase. Und ja, wie gesagt, 3 Punkte. Mhm. Das ist sehr glücklich, wenn man bedenkt. Also, was heißt glücklich? Wir haben gut gespielt, aber wir haben erstmal ordentlich kassiert. Jo. So, was gibt's noch zu sagen? Schauen wir uns einfach mal ein bisschen Statistiken an. Wie gesagt, das haben unsere Kollegen gemacht. Unsere Dingskirchen. Andere deutschen Teilnehmer. So. Was sagt? Moment, wollen wir mal gucken. Was haben wir hier? Die Eintracht hat unentschieden gespielt. Gegen? Nicht gegen Manchester. Gegen Benfica. Oh, ha, hallo. Ha, ist das ein gutes Omen? Ich weiß nicht. Was ein Zufall. Okay, was gibt's hier noch? Wir haben, das ist unser Spiel, genau, das war unsere Gruppe. Da ist niemand. Achso, das kann man ja unten sehen. Da ist auch niemand. Ach, aber die beiden kenne ich. Donetsk und Inter Mailand. Da war irgendwann mal was. Allesamt der Frankfurter Bestie schon zum Abfahr gefallen. Weißt du, welcher Spieler ich jetzt werden sollte? Ich weiß, das ist ein Innenverteidiger. Dortmund hat verloren gegen Lyon. Und auch nicht wenig, oder? 1-3. Ja, aber mir ist ein bisschen verpixelt. Entschuldige, dass ich da so doof nachfrage. Achso. Bayern hat gewonnen gegen Porto. Ja, also tatsächlich. Wir haben also einen Sieg 4-3, ein Unentschieden von Frankfurt, eine Niederlage von Dortmund und einen Sieg von Bayern. Also 2 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, das ist, denke ich, in Ordnung. Okay. So, ihr wolltet Büchler verkaufen, letzten Stream fällt mir ein, sagt Michi. Ich habe das Gefühl, dass... weiß ich nicht. Nein, war das, weil Michi das wollte? um den Platz zu bekommen? Ich glaube, das wollten wir nicht. Wirklich. Ja, ich meine auch, dass wir. Also, das ich weiß, dass ich das nicht will. Nein, ich habe auch nicht mehr. Ich hab auch keine Ahnung mehr, wie alt sind die jetzt eigentlich, diese Altherrenverein? Ja, wie kommt es, dass sie Nesa nicht aufgestellt haben? Den haben wir wirklich nicht aufgestellt. Schon. Naja. Gut gemacht. Den haben wir eingewechselt, das weiß ich. Genau, den haben wir zur Halbzeit gebracht. Er wurde eingewechselt. Ich hab kurz überlegt, ob irgendwie vielleicht der Streich gespielt werden könnte, dass jemand von Anfang an spielt und dann würde das behauptet werden, aber nee, den haben wir zur Halbzeit eingewechselt. Mhm. Denn ich weiß, der hat da, glaube ich, irgendwas Wichtiges gemacht in diesem Spiel, der Matthias. Eigentor, würde ich sagen. Wenn mich fragt. Ah ja. So, Nico sagt, nee, ihr wolltet mich verkaufen. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das nicht wollten. Was war denn jetzt der Innenverteidiger, den dort... War das der da ganz oben jetzt hier? Der... Wie heißt der da? Wer hat Günnerz hier? Günnerz? Was haben wir noch gehabt? Darunter ist... Dominik Ademeit. Und in der A-Jugend noch irgendwas? Ja, da sind 14 Spieler oder 13 oder so. Ein Innenverteidiger, der vielleicht irgendwie so aussieht. Drei, ich weiß nicht, ob da jemand dabei war. Oder hier ist noch einer, aber der, nee, der kann es nicht. Nee, sein. Der wohl nicht. Nee, weiß so, ich jetzt Mika nicht. Vielleicht weiß es ja selbst noch. Abend? Ja, wollte gerade sagen, vielleicht sagen die Namen ja was. War das darunter irgendeiner? Also ich habe auf jeden Fall nicht vor, den jetzt rauszuschmeißen. Zumindest keinen guten. Okay, dann können wir aber Thilo Wassermann rausschmeißen, denn wir haben ja einen neuen Spieler bekommen. Ja. So, okay. Komisch, kein Privatlehrer, das stelle ich doch normalerweise immer ein. Egal, weg damit. Na? So. Hab ich? Jetzt habe ich. So, okay, Kaltak. Der kriegt jetzt noch erstmal einen Privatlehrer einfach, weil wir es uns leisten können. Und ja, ich nehme einfach mal den Lovens hier. So. So tu dies. Und dann haben wir das, glaube ich, auch geregelt. Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Bundesligaspiel. Gegen jemanden, der sich gerade ein bisschen besser schlägt als in der Realität. Stimmt tatsächlich, wenn ich hier so hingucke. Was ist mit einem in unserem Saisonstart gewesen? Wo turnen wir denn rum? Der war. Ja, so semi, ne? Optimal. Wir sind gerade Sechster. Nach 5 Spielen. Aber gut, wir sind
wir sind nur knapp hinter der Tabellenspitze, also von daher, ja, gut. So tragisch ist es noch nicht. Wenn wir da noch wieder hinterherkommen, ist alles in Ordnung. Ist möglich. So, Malte Kiss, den kenne ich auch noch, das ist auch einer von unseren Zuschauern. Der Kakaoshaker, richtig. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Liegt's richtig. So. Weiß gar nicht. Ich glaube nicht, dass er das von diesem Stream mitbekommen hat. Würde mich wundern, wenn. Safe nach in den Kommentaren. Okay, dann machen wir mal weiter. So, hey, da war ja was. Okay, einfach weiter geht's mit dem nächsten Spiel für die zweite Mannschaft, die jetzt spielt. Achso, da fällt mir ein, was ich ja einmal hier machen wollte im Hintergrund, waren, glaube ich, Spiele für die zweite Mannschaft ansetzen, Freundschaftsspiele oder so. Wollte ich das machen? Ich glaube, ich wollte das machen. Wenn das geht. Geht nicht immer, glaube ich. Freundschaftsspiel. Schöne Grüße gehen übrigens noch raus an Schlitzer. So, in die eigene Jugend, schön für Spielpacks sorgen. Und Danny fragt, was wir beim Training eingestellt haben, also welchen Wert wir sie trainieren lassen, bis dann die Benachrichtigung kommt, dass jener Wert erreicht ist. Du weißt, dass das kann ich eben drehst. Mal demonstrieren, wie das bei denen aussieht. Also ich habe da so eine Übersicht mir zusammengesucht von den Werten, wie die Werte in die Gesamtstärke einfließen. Und dann trainiere ich immer, was viel Auswirkung hat und dementsprechend leicht verbessert werden kann. Aber ja, so sehen die Trainingsziele im Moment aus. Also immer plus 5. Wenn ich das glaube, was standardmäßig so eingestellt ist. Und dann halt von den Schwächeren zu den Höheren oder so. Weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber. Ja, das mache ich übrigens immer im Hintergrund zwischen den Streams. Genau, das ist ein bisschen so Micromanagement. Ja. Okay. Und was auch nicht unbedingt ist. Kannst du mal eben ganz gut gucken, was unser Stadionausbau jetzt sagt und was die Infrastruktur gesagt hat und was die Finanzen allgemein gesagt haben? Weil ich bin mir da jetzt sehr unsicher. Okay, das Stadion wird gerade ausgebaut. Das war klar. Neue Kapazität ist was? Steht das irgendwo? Hier steht 54.885. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch erreicht wird, weil da gibt es, glaube ich, manchmal so einen Bug, dass da unterschiedliche Zahlen stehen. Aber schauen wir mal. Ja, so 50.000, das kann ich mir vorstellen, dass wir ungefähr das gebaut hatten. Und ich meine, denn unser altes Stadion hatte auch nie die Kapazität erreicht, die es eigentlich erreichen sollte, durch einen Bug. Aber naja, was wollten wir noch schauen? Die Infrastruktur, die Finanzen, ja. Infrastruktur also, war, glaube ich, nichts am Bau. Stadion, aber sonst nichts. Ne? Und wir können Finanzen? Mal ein paar Sachen renovieren, wenn wir wollen. Aber schauen wir erstmal Finanzen. Also wir haben momentan wie viele Millionen? Moment, was guckst du dir am liebsten an? Das hier? Oder was willst du sehen? Du musst mir jetzt leider vorlesen, weil mein Bild so verpixelt ist. Achso, was möchtest du denn wissen? Also unser Barbestand ist es was? Unser Barbestand liegt bei 32,5 Millionen. Unser Privatvermögen? Unser Privatvermögen sind 722.000. Okay. Ich glaube, wir haben noch einen Kredit am Laufen. Genau, richtig. Das ist jetzt die Frage. Von? Einmal Kreditsumme 8 Millionen, einmal Kreditsumme 39 Millionen. Das heißt, wir sind ein bisschen in der Kreide. Aber wir haben ja auch Champions League und so. Das bringt uns hoffentlich ein bisschen was ein. Gut. Vor allem laufen die Kredite noch eine Weile, glaube ich. Ja, der Oberkredit. Genau, das ist das Datum, wo wir den aufgenommen haben. Den haben wir genau, frisch aufgenommen. Die laufen normalerweise 10 Jahre. Und daher. Also der obere war, glaube ich, gewesen, als wir tatsächlich so ein bisschen Probleme hatten mit dieser Umstellung in den Profibereich. Den haben wir 2019 aufgenommen, vor 3 Jahren, glaube ich. Ja, genau, wo wir so ein bisschen Probleme hatten mit der vierte auf dritte Liga. Genau. Wo wir da tatsächlich da machen mussten, wo wir ja noch immerhin die Werte hatten mit Peto und Bücher, um das im Zweifel dann wieder korrigieren zu können. Ich glaube, den aktuellen haben wir erst Anfang dieser Saison aufgenommen. Wegen dem Stadionausbau. Das ergibt Sinn. Ja, das dürfte der gewesen sein wahrscheinlich. Und damit hat Tobi dann auch recht tatsächlich, dass wir beim Finanzen aufpassen mussten, weil wir noch so gesehen in der Kreide sind. Genau. So, und Mitarbeiter wurde es noch gefragt. Genau, da haben wir ziemlich gute Leute geholt, glaube ich, irgendwann mal. Alle auf 99. Das, richtig, das ist unser Stand der Mitarbeiter. Das war schon in Ordnung. Aber es liegt auch ein Stück weit daran, dass die mit hohem Arbeitspensum arbeiten, dass die auf 99 sind. Da wird nämlich der Wert für die Zeit, in der sie so arbeiten, erhöht. Also, was weiß ich. Nehmen wir mal den Torhüter von Nürnberg. Knut Martin, ja, 63. Hier Pensum von 125, dann erhöht sich die Stärke ein bisschen. Der hat nämlich eigentlich eine 87. Aber auch nicht schlecht. Ja. Gut.
Also wie gesagt, wir machen das mit diesem Micromanagement, machen wir tatsächlich nach dem Stream, einfach um die Leute nicht zu nerven. Also genau. Dir macht es vielleicht nichts aus, aber es gibt Leute, die machen das aus. So, Börsengang fliegt raus wegen der Kredite, fragt Luvo. Ja, genau, fliegt raus wegen der Kredite. Du musst schuldenfrei sein und Mindestinvestitionen deiner Infrastruktur haben, die wir bislang auch nicht gehabt haben. Von, ich glaube, 20 Millionen. Oder so musst du in deinen Büchern stehen haben. Also das ist alles... Ja, eher so weniger was für uns. Dementsprechend müssen wir einfach versuchen, jetzt solide zu wirtschaften, um dann über Champions League, über unseren Arbeitspensum hier tatsächlich dann an unsere Gelder zu kommen und dann dementsprechend durch sportliche Erfolge halt unseren Haushalt hier weiter einen guten Schuss zu halten und nicht so zu Ende wie der HSV vielleicht im Idealfall. So, das wird dann auch erledigt und dann können wir jetzt weitergehen. Dafür müssen wir meine Befürchtung zu dem HSV nochmal ganz kurz äußern. Wir sind ja jetzt auf dem Weg, zumindest mehr schlecht als recht, vielleicht wieder in die ersten Liga zurückzukehren, ne? Ich befürchte, wir haben in der zweiten Liga dann einen besseren Kader gehabt, als wir nächstes Jahr in der ersten haben werden, weil wir unsere Tafeln selber verkaufen müssen. Das könnte also ziemlich witzig werden. Ich hoffe, wir werden dann nicht so ein neues Nürnberg. Das wäre dann nicht so schön. So nach dem Motto, sie versuchen es, aber sie haben halt die Spieler nicht. Ich meine, der Verein hat ja eigentlich das Potenzial, um ordentlich Kohle zu machen durch die vielen Fans. Und die große Tradition, den guten Ruf, den man eigentlich mal hatte. Wir haben viele Fans. Wir hatten mal Geld. Wir hatten einen guten Ruf. Wir haben keinen guten Ruf mehr. Die Fans haben wir immer noch. Wir haben halt das Problem, dass wir noch so auf 80, 90 Millionen Euro Schulden sitzen, die abgezahlt werden wollen. Beziehungsweise, wenn du es in Verbindlichkeiten rechnest, sind es, glaube ich, sogar 120 Millionen Euro. Da mussten wir uns schon ein bisschen strecken, die Lizenz zu bekommen. Oh. Matthias fällt einen Tag aus. Da müssen wir kurz mal einen hochholen. Wen nehmen wir denn mal? Das ist dann doch der Kakao-Shaker, oder? Oder bin ich das? Du bist auch eine Engelspitze, dich können wir auch nehmen. Ja, ich weiß, ich bin eigentlich auf Stürmer eingetrimmt, aber mir egal. Ich meine, du kannst es spielen, von daher warum nicht? Jo. Ach, so. Nächstes Spiel. Und Sid ist da. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, also wie gesagt, wir mussten schon ein bisschen schrecken, was Lizenz angeht. Vor allem ganz witzig ist, oder halt nicht so witzig, unser Stadionname, ne? Volksparkstadion. Das ist ja tatsächlich der verkaufte Name an Kühne. So, und jetzt läuft diese Namensrechte aus. Er zahlt sozusagen dafür, dass das Ding Volksparkstadion heißt. So, ich befürchte, dass wir im Pech haben, Kühne nicht mehr zahlen wird. Das heißt, müssen dann wir unseren dämlichen Stadionnamen verkaufen gehen. Der bezahlt dafür, dass das den traditionellen Namen hat? Ja, yep, genau. Dass wir es nicht anderswohin verkaufen müssen. Nette Geste eigentlich. Ja. Weiß gar nicht, wie viele Millionen das sind. Ich glaube, 5 Millionen pro Jahr. Dass es tatsächlich Volksparkstadion ist und halt nicht wie bei euch dann Commerzbank Arena. Wobei ich mich frage, wie viel sowas dann wert ist, denn die Fans nennen es ja trotzdem Waldstadion. Also ich kenne viele BVB-Fans, die ihr Ding nicht mehr Westfalenstadion nennen. Ja, stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Die nennen das auch alle noch. Gerade die Jüngeren, alle Signal Iduna Park, kennen das gar nicht anders. Deswegen. Und ich erinnere bei uns noch an die AOL Arena, ey. Oh. Okay, das ist nach Frische aufgestellt, wenn ich das richtig sehe. Und dann würde ich vielleicht... Moment, erstmal... Darf ich mal ganz kurz zwischenfunken, bevor der eine Mann jetzt hier umsonst sucht, an Simi. Kollege, da musst du gucken, dass du die Zahlen der AG suchst, nicht das e.V. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also HSV AG, weil das ist die Profifußballabteilung. Der e.V. spielt da nicht mit rein. Hashtag Ausgliederung. Ach, und dir wollte ich auch noch was erzählen. Sag mal, ihr habt doch so einen gewissen Kamada verliehen nach St. Truiden oder so, nach Belgien. Kann das sein? Hi. Hi. Ach so, okay, ja, entschuldige. Wusstest du eigentlich, dass er da hinten ganz schön durch die Decke geht? Ja, davon habe ich was gehört. Ja, das finde ich, also ich höre tatsächlich einen J-League-Podcast, also zur japanischen Liga. Und die haben jetzt eine Ausgabe für die japanische Nationalmannschaft gemacht und dort wurde Kamada das erste Mal nominiert. Und da habe ich ja mitbekommen, dass der gute Mann, ich glaube, 20 Score-Punkte jetzt schon gesammelt hat. So in ungefähr auch 20 Spielen. Das ist schon gar nicht mal so übel. So, ich glaube, das nächste Spiel ist vorbereitet. Ich dachte, ihr konntet mit dem nichts anfangen. Ja, war, glaube ich, auch so. Aber das ist vielleicht, wenn er zurückkommt, nicht mehr unbedingt so. Ich glaube auch gerade auf seiner Position, also der könnte vielleicht noch nützlich werden. So, was spielt denn der?
Also offensives Stürmer, Mittelfeld, soweit ich weiß. Also jetzt Japan ist als Stürmer aufgelaufen, als Stoßspitze. Ja, das kann er wohl auch. Also ich kenne den eigentlich als so OM oder sowas in der Art. Also Zehner oder was weiß ich, Achter oder was es da nicht alles gibt. Ich kann mich auch irren, aber ich meine, er wäre so einer. Also OM ist Zehner. Julian. Ach, hallo. Moment. Ach, grüß dich. Dank dir, Digga. Siehst du das auch gerade? Ja, ich hab Tippestream offen. Alles klar. Vielen Dank. Dann musst du wechseln. Okay, was wollte ich machen? Wie wird man ständig abgelenkt hier? Schlimm. Ich glaube, du warst einfach bei den Jugendspielern noch gerade dabei. So, ich glaube, das habe ich jetzt gemanagt, was ich managen wollte. Und jetzt können wir rübergehen zum eigentlichen Spiel. Habe ich schon gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach nochmal. Und dann können wir loslegen. Geht ja, speichern, genau. Und dann noch eine Frage. Sag mal, befürchtest du jetzt eigentlich, dass dir das Dreiergespann dieses Jahr wegbricht dann im Sommer? Wenn man sich. Wenn man sich nicht für die Champions League qualifiziert, würde ich sagen ja. Wenn nicht, also wenn doch, wenn man sich doch für die Champions League qualifiziert, dann bin ich mir nicht sicher. Also laut eigener Aussage von Luka Jovic heißt es ja, wenn wir Champions League spielen, dann kriegt man mich hier nicht weg. Oder sowas hat er, glaube ich, gesagt. Aber ja, ich weiß jetzt nicht. Also das Ding ist ja, es fühlen sich ja alle pudelwohl hier. Und deswegen, ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, dass sich alle so wohl fühlen. Er traut dem Braten nicht. Vor allem, ja, aber also, was mal passieren wird, ist, man wird endlich mal Geld kriegen, wenn mal einer gehen sollte. Das war nämlich immer so ein Problem. Ich weiß auch schon, was erst mit dem Geld gemacht wird. Was soll ich machen? Stellen wir den mal hier oder sowas? Irgendjemand muss ich da hinstellen. Ja. Naja, gut. Ach, nee, weil ich vermute mal, Kevin Trapp, den wollt ihr wohl kaufen. Ja. Habe ich so zumindest gehört. Aber Kevin Trapp, ja. Der war bisher, glaube ich, der teuerste Verkauf bei der Eintracht, in der Eintracht-Geschichte. Und den holt man jetzt wunderbar zurück. Und der hat damals, glaube ich, ja, das weiß man ja noch nicht, wie viel man jetzt für den zahlen darf, wenn man ihn haben will. Ich gucke kurz auf transfermarkt.de, was die denn so sagen als grober Richtwert. Ich starte einfach mal das Spiel jetzt gerade gegen Hannover. Der hat auf jeden Fall damals, glaube ich, 9 Millionen oder sowas darum eingebracht. Das war der teuerste Verkauf der Eintracht-Geschichte. Immer noch. Glaube ich. Und von daher werden die Dimensionen vielleicht demnächst gesprengt, kann ich mir vorstellen. Ja, also Marktwert steht bei ihm 10 Millionen grundsätzlich. Wie ich das dann so kennengelernt habe, sind wahrscheinlich dann so im Preisbereich von so 13 bis 17 irgendwo. Am Ende der Saison. Es gibt ziemlich viele, die man sich ja gerne holen möchte jetzt, ne? Jetzt, wo es so gut läuft. Das ist schwierig. Ja, jetzt könnt ihr halt auch, ne? Also meine größte Sorge ist nur, dass irgendwann Makoto Hasebe sagt, ich mach nicht mehr. Ja. Ich bin gerade übrigens am Überlegen, ob wir diese Ansage hier nehmen sollen. Sehr gutes Ergebnis. Oder lieber das nicht. Das steht drunter. Steht also einfach nur sehr gutes Ergebnis. Das sind 3 Tore Vorsprung. Ah, dann vielleicht nicht unbedingt. Ein Remis schaffen wir mindestens. Gut. So, ist ein Trick, um seine Vereinsinvestition zu verschleiern, schätze ich. Seine Investition zu verschleiern. Was meinst du genau, Luvo? Vielleicht und den Vereinsnamen. Volksparkstadion. Ach so. Ja, klar, wir tricksen schon, wie geht. Also, wir biegen da schon seit ein paar Jährchen. Das Ding ist jetzt auch, das Problem, was uns jetzt auch noch kommt, ist, dass unser Hauptsponsor ausläuft jetzt die Saison. Das ist auch noch so ein Kack, den wir haben, der uns rumärgert. Nicht nur, dass der Kühne jetzt problematisch wird, dass uns dort die Gelder fehlen, nein, der Hauptsponsor läuft auch noch aus. Und der zahlt momentan verhältnismäßig viel. Weil halt noch ein alter Erstliga-Vertrag ist. So, und auch Nachkürzung vom Abstieg, das immer übermäßig viel ist. Das Problem ist, die zieren sich doch sehr zu verlängern und haben eigentlich keinen Bock und wir müssen uns dann was Neues suchen und einen neuen Hauptsponsor zu finden. Boah. Puh, das kann auch noch schwierige Tortur werden. Also wir haben jetzt die Lizenzen, also hier ein Lizenzverfahren haben wir eingeleitet, beziehungsweise haben wir unsere Lizenzen eingereicht. Oh, Thomas Doll. Sag mal. Hä? Okay. Das fände ich jetzt zu gut. Das ist mal eine dolle Sache hier. Tada! Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Keine Ahnung, ziemlich gering.
Und er ist gerade auf einem Champions League Platz, glaube ich, hier gerade im Spiel. Mit, er hat der HSV auch hingeführt, nachdem er mit uns auch Tabellen ganz weit unten war. Ja, der kennt das ja nicht, wenn er die ganze Zeit den Gegner gratulieren muss. Moment, erst gucken wir uns das Tor an. Schade. Ich glaube, wir wollten nämlich mit höherer Geschwindigkeit die Spiele gucken, wenn sie nur Bundesliga sind. Jo, können wir machen. Mal raus und dann mache ich das mal hier auf doppelte Geschwindigkeit. Ich glaube, so wollten wir es machen. Oder wollten wir das auf noch höhere Geschwindigkeit? Moment, wir machen einfache Geschwindigkeit in der Nähe des Tores und den Rest auf vierfache Geschwindigkeit oder sowas vielleicht. Dann sehen wir die spannenden Szenen in Echtzeit. So. So spannend sie denn sein mögen. Wir haben wieder so ein Trikotwahlproblem gehabt. Kein Ausweichtrikot, jetzt kann man die wieder kaum unterscheiden, aber naja. Gut. Wir waren ja vorhin bei der Eintracht wegen der Situation, wie es weitergehen könnte. Die Sache ist die, grundsätzlich ist die Situation gar nicht schlecht, was die vertragliche Seite anbetrifft, weil ich glaube, die meisten haben recht lange Verträge. Genau, dann gibt es halt noch die Probleme mit den Laien. Also, mal überlegen. Also, genau, bekannt ist ja, Jovic ist ausgeliehen, aber hat eine Kaufoption, die machbar ist und sehr logisch ist, die zu ziehen. Kostic hat ebenso eine. Genau, das gilt für ihn auch. Es könnte sich auch auszahlen, wenn man seine Option zieht. Ich habe jetzt schon gestern, vorgestern war es, glaube ich, habt ihr auch gesagt gehabt, dass irgendwie, wart ihr das gewesen, habe ich das woanders gehört, dass Inter Mailand wohl Kostic 25 Millionen geboten hat. Davon habe ich so nichts gehört, aber ich habe gehört, dass Kostic mit Mailand, also mit Inter Mailand in Verbindung gebracht wurde. Ja. Aber keine Ahnung, wie viel da dran ist. Das wäre es jetzt, wenn ihr für den einfach 25 Millionen kriegt. So. Schade. Faul erstmal. Aber ja, Diego Contento kriegt Geld. Ne, was wollte ich denn noch? Genau, da haben wir, man hat die Line von Rode, der hat keine Kaufoption, soweit ich weiß, aber der soll wohl nicht allzu teuer werden, habe ich gehört. Ja, das dürfte sich doch noch in engen Grenzen halten. Dann also wenn problematisch, die einigermaßen das da kommen. Problematischer ist da schon Martin Hinteregger, wenn man den haben will. Der wird zwar bei Augsburg nicht mehr spielen, aber die Augsburger haben noch Vertrag mit ihm und wollen natürlich auch Profit draus schlagen, wenn es geht. Also der wird bei denen, also sei denn, der Baum fliegt raus, aber... Ja, selbst dann, die sind ja nicht doof und lassen sich ihr Tafelsilber wegnehmen. Also... Ja, solange Baum noch in Augsburg bleibt, wird Hinteregger dort nicht mehr spielen. Aber der hat immer einen Vertrag dort. Das dürfte eine hohe einstellige Millionensumme werden. Das heißt also, wir haben jetzt hier für den Trappi wohl wahrscheinlich 15. Dann hast jawohl, du für Kost 1-0. Sauber. Da hast du für Kostic 6,5. Dann hast du für Hinteregger wahrscheinlich so, was soll ich sagen, mal 9 Millionen. Oh, sind wir schon mal im Sümmchen. Noch irgendwen, den ich jetzt vergessen habe? Also was ich zu Hinteregger noch sagen wollte, es ging die Meldung rund, dass er bereit wäre, auch wenn angeblich Premier League Vereine anklopfen, dass er trotzdem gerne in Frankfurt bleiben würde und dafür auch auf etwas Gehalt verzichten würde. Mhm. Das klingt schon mal grundsätzlich nicht schlecht. Wie gesagt, der wichtigste Faktor wird da wahrscheinlich auch noch Augsburg sein. Ja, wie gesagt, Trapp hatten wir schon, es hat auch keine Kaufoption. Gibt es sonst noch jemanden, der da so unsicher ist? Also zu Hasebe kann ich sagen, der hat mal gesagt, wenn es geht, würde er sogar weiterspielen, bis er 40 ist. Ja, wie gesagt, das ist halt die Frage, wie lange macht der noch? Weil, also ohne Witz, das ist wohl der beste Libero momentan in der Liga. Gut, vielleicht auch der einzige Libero, aber tatsächlich echt ein geiler Libero. Was gibt's noch? Also ich finde es schön, solche Leute wie ein Dika oder sowas, die haben, also die meisten Neuzugänge haben, glaube ich, 5-Jahres-Verträge. Auch Touré hat auch 5 Jahre, glaube ich. Und Toro hat 5 Jahre, ja, der ist jetzt auch sagen, wieder fit. Tuta, ich sehe auch gerade, ihr habt ja in Tuta genau, schon wieder. Dem kann vielleicht auch noch was werden. So komische Leute euch geholt, von denen keiner was weiß. Aus dem Tuta soll auch was werden. Ich habe was gelesen von einem Journalisten, der da beim Training war und der meint, der ist auch überzeugt von dem, dass das aus dem Juwel werden kann. Bin ich mal gespannt. Was mir tatsächlich ein bisschen Sorgen bereitet, ich habe gehört, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe gehört, der Vertrag von Ben Manga soll auslaufen. Von wem? Dem Kaderplaner der Eintracht, der Chef-Scout. Sekunde, Mitarbeiter, kann ich mal eben kurz durchskippen, 41 Stück, da komme ich ja relativ schnell durch. Von dem kriegt man kaum was mit, aber der soll wohl einer der wichtigsten Leute im Hintergrund sein.
Und ich habe gehört, sein Vertrag würde auslaufen. Ich bin mir nicht sicher. So. Ich wechsle mal eben hier. Post kann raus, denke ich mal. Petro kann rein. Oder wollte ich. Nee, Moment. In der Liga tausche ich ja gern, wechsle ich ja gern nach Noten aus. Solange die keine der gelbe Manga, Karte haben. Ja, tatsächlich, hast recht. Der Vertrag läuft aus. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass der dann irgendwo anders hingeht und dann in Zukunft die Neuzugänge vielleicht nicht mehr ganz so gut sein werden oder sowas. Ja. Schauen wir mal. Ich bin immer überlegen, ob wir Vukušić einwechseln sollten für Benny, weil wenn wir nach Noten wechseln, könnten wir das machen. Ja, die Frage ist, müssen wir Noten nach Frische gehen, wegen englischen Wochen, die uns jetzt ja immer begleiten? Also ich tausche in den Spielen ganz gerne nach Noten. Also wenn die Spiele nicht gerade Pokalspiele sind oder Champions League. Von daher hätte ich jetzt gesagt, können wir den mal einwechseln. Da kriegt er auch ein paar Einsätze, weil der braucht ja auch seine Pflichtspiele, damit er nicht keine Punkte abgezogen wird, direkt in den Auf- und Abwertungsrunden. Ja, dann versuchen wir das mal. Machen wir einfach mal so. Da muss ich mal ganz kurz in die Kommentare mal wieder reingucken. Naja, die Zahlen waren nicht gut, aber die Situation ist zu retten. Warten wir ab bis zum 30.07., dann kommen die Geschäftszahlen des letzten Jahres. Ja, wie gesagt, das Problem ist halt, was halt zu erwarten ist, dass halt die Zahlen sozusagen jetzt kommend dann wegbrechen, die Einnahmenzahlen. Das ist ein bisschen das Problem. An den Ausgaben schrauben wir schon herum. Wir haben jetzt ja auch schon gesagt gehabt, dass wir Holtbys Vertrag nicht verlängern. Wir haben jetzt auch, glaube ich, also es ist, glaube ich, intentionsmäßig so gedacht, dass wir Holtby gehen lassen, um sein Geld nicht mehr zahlen zu müssen, um irgendwie in der Lage zu sein, tatsächlich Lasogga zu halten. Aber das ist auch noch nicht fest. Deswegen gewechselt, erster Ballkontakt und Tor. Tor. Da geht aber die Post ab. So, ja, genau. Habe gestern einen Olympic-L-Bus bei VW gesehen. In deren Spiel in Wolfsburg. Folge. Oh, hallo. Ich glaube, die Frauen haben gespielt, übrigens, falls du dich das fragst. Julian fragt, wie sieht der Status bei Ante Rebic aus? Der hat Vertrag. Bis wann war das? 21, 22? Irgendwie sowas? Also um den mache ich mir tatsächlich am wenigsten Sorgen, 22. Weil einfach auch er, entschuldige, ich glaube der schlechteste aus diesem Dreieck-Trio ist. Oh, da wird's gefährlich oder auch nicht. Ecke. Also okay. Insofern wir davon von schlecht reden können. Ja, er war in den letzten Tagen nicht so herausgestochen. Das hat den Eindruck hatte ich auch. Oh, Achtung. Nochmal Ecke. Ja, wie gesagt, das heißt, er ist immer noch ein sehr guter Kicker, aber halt nicht der heiß begehrteste aus dem Dreieck. Das dürfte wohl Jovic sein, wobei ich immer noch Haller für den besten Fußballer halte. Ja, der soll auch, also habe ich schon öfter gehört, der soll, also Jovic ist zwar das größere Talent und ist mehr wert und was weiß ich nicht alles, aber wenn man, aber für das Spiel an sich ist Haller wohl der wichtigere. Jo, also so was ich gesehen habe bislang. Den zu halten also, wäre wohl sehr, sehr wichtig. Ja, also das ist das, was ich auch gesehen habe. Also Alea ist für mich auch der ganz klare Mann, der da für mich im Mittelfeld, vor allem schon, da fängt es ja meistens schon an, was er denn da schon leistet, ne? Und dann, was ich auch noch faszinierend finde, ne, wer da nachrücken könnte, wäre eben Gonzalo Paciencia. Und das finde ich auch ganz interessant, ne? Das ist ja so, auch so ein langer Kerl, wie Alea ungefähr, glaube ich. Das Interessante ist, der ist aber auch mit dem Ball sehr geschickt, also so wie man es so schön sagt, fußballerisch. Das finde ich ganz interessant, dass man als, dass der gleichzeitig groß ist und so rumtanzen kann. Ja, wobei, entschuldige, ich muss, erstens Mist fast und fast, zweitens, nein, er ist tatsächlich nicht so groß. Also nicht für so einen groß? Stürmer, der wirkt, finde ich, so groß. Naja, egal, dann halt nicht. Vielleicht hat er ein bisschen Sprungkraft, aber 1,84 ist jetzt für einen Stürmer Durchschnitt. Stimmt, der ist so groß wie Jovic. Komisch, der wirkt irgendwie größer. Na egal. Auf jeden Fall ist er fußballerisch stark, wie man so schön sagt. Das gefällt mir auch. Ja, also vor allem beim HSV-Freunde, da muss man auch mal sagen. Oh, Anschluss. Okay, das könnte nochmal interessant werden. So, erstmal moin ist an alle. Ist gerade aufgefallen, wenn die Nationalmannschaft von Österreich das 2:1 schießt, dann ist das der Anschluss Österreichs. Ha, geil. Ja, dafür haben sie gegen Israel voll auf den Sack bekommen. Das stimmt. Und ich habe gehört, Hinteregger soll gar nicht so stark gespielt haben. So, Sekunde. Also, Andres SGE. Wer war das denn jetzt vorher? Wer hat sich da umbenannt jetzt? Der Spanier. Der Spanier, alles klar. Lange nicht mehr gesehen. Ja, willkommen zurück, genau. Mein Freund. Okay. Es soll tatsächlich wieder Zeiten geben, da läuft auch hier mal wieder der FM. Oh, so wie ich. Nein, immer nein! Noch. Jetzt nicht mehr. Hilfe!
Och, Freunde, jetzt bringt doch mal einen 2-1-Schwung durch. So bin ich. Wecker geblockt. Weg nochmal, weg damit. Oh. Nixer. Auch weg. Jungs, hoch und weit. Hoffmann. Raus mit. Zoloi. Bis zum Tiber. Oh, wieder geblockt. Also Nixer. Zumindest reinschmeißen tun sie sich. Ja. Und Nixer. So bin ich. Zoloi. Ah, Benny. Kukuzic. Kukuzic, Entschuldige. Genau. Gewechselt. Ausnahmsweise mal. So, Danny war off. Habt ihr meinen Vorschlag angenommen? Und wenn ja, hat es sich verbessert? Wir haben die Taktik noch nicht umgestellt. Nee, das war nämlich mein Einwand gewesen. Oh, jawohl. 3-1. Ja. Leute relativ viel sowieso schon laufen müssen auf der hängenden Spitze und sowieso schon total im Eimer sind eigentlich. Frauen Champions League. Genau, ja, genau, meine ich mich auch. Da wäre es gewesen. Ich glaube, Slavia Prag. So wie ich. Und vorbei. Oh. Himmel! So, wie steht's nochmal? Entschuldige, das ist eine Monafrage. 3-1. Steht's 3-1, gut. Und das Spiel ist gleich zu Ende. Nachspielzeit, Dröge ist dran. Gibt ja, weiter auf Post, ist im 16er. Oh, Latte. Schade. Oh, schon wieder Latte. Ah, scheiße. Ah, shit. So, Post. Ah. Ja. Kowaliszewski. Oh. Wer kennt ihn nicht? Kowaliszewski. Ja. Oder vielleicht auch Kowaliszewski, ich weiß nicht, wie der korrekt polnisch geschrieben wird. Kowaliszewski. Oh, da gehe ich vorbei. Ah, schade. Ha. Ihre Zuschauer. Oh, Dröge und jawohl, 4-1. Sehr gut. Ja, das ist, tut der Tordifferenz gut. Ja. Aber was ich gedacht habe, dir mal ganz kurz besprechen wollte, das fiel mir ein, das war jetzt gerade noch ein Punkt gewesen. Ja, die Hamburger Pläne sind ja auch sehr interessant. Ne? Also unser Plan A sieht aus, wir wollen nach Möglichkeit Wood loswerden. Das ist sowieso Plan absolut Nummer uno. Wen loswerden? Bobby Wood. Ach so. Der ist ja immer noch bei uns. Ich habe kurz verstanden, Wood. Ich dachte, ist der nicht schon ein bisschen alt? Der war auch mal bei uns. Nee, aber tatsächlich, also Wood wollen wir loswerden nach Möglichkeit und wir wollen in die Saison gehen dann halt nach Möglichkeit mit Lasogga als erster Stürmer und Hinterseher als zweiter Stürmer, also Hinterseher von Bochum. Mhm. So, und sollte Lasogga gehen, dann sieht der Plan so aus, mit Hinterseher als Stürmer Nummer 1 in die Saison zu gehen und im Idealfall Alex Meyer noch zu verpflichten von Pauli. Bin ich mal gespannt, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das ausmalen. Ach, Tröge. Sehr schön. Naja, okay. Tabelle? Achso, ja, wir sind jetzt Dritter. So, 3 Punkte hinter Gladbach und Dortmund. Oder wie man auch so sagen könnte, hinter Borussia und Borussia. Hinter Preußen und Preußen, alles klar. Genau. Für die, die es nicht wussten, Borussia gleich Preußen. Genau. Nicht zu verwechseln mit Russia. Wichtig. So, das Problem ist, dass der HSV eine neue Anleihe in Höhe von 17,5 Millionen Euro mit einer Verzinsung von 6% emittiert, aus Gründen der Umschuldung. Da halte ich nicht viel von. Das Problem ist, wir geben diese Anleihe, wie du schon sagst, da deswegen aus, weil die alte Anleihe, die wir mal aufgelegt haben, unser Jugendcamp zu bauen, also unsere Jugendabteilung zu bauen, wo wir jetzt tatsächlich auch die Spieler ganze Zeit draus ziehen, was ja schon mal nicht schlecht ist jetzt. Die ersten Früchte. Diese Anleihe ausläuft und wir tatsächlich das Geld halt zurückzahlen müssen, aber das Geld nicht haben, logischerweise. Also legen wir eine neue Anleihe auf und zahlen mit der neuen Anleihe die alte Anleihe ab. Bei dir jetzt so ist wieder geruckelt übrigens. Ich weiß jetzt nicht. Ich frage mich gerade, ob das vielleicht daran ruckelt, ob es bei dir ruckelt, wenn es bei mir auch ruckelt. Also wenn mein Rechner kurz oder mein Spiel kurz hängt. Vielleicht hat das damit was zu tun. Kann doch sein. Auf jeden Fall war kurz das Bild stehen geblieben. Aber naja. Okay. Machen wir also, weiter. Wie gesagt, also wir geben eine neue Anleihe aus. Und das Bild. Kannst du weiterreden, eigentlich, wenn das gut passiert. Alles klar, dann interessiert mich das nicht. Also, wie gesagt, also wir geben neue Anleihe aus, um die alte abzubezahlen, mit der wir damals das Jugendabteilung finanziert haben. So. Und diese Anleihe ist tatsächlich auch schon zum relativ großen Teil weg. Also, ich weiß nicht, waren das wirklich 17,5? Ich dachte, das wären 12,5 Millionen. Ich gucke mal ganz kurz nach. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, so 2/3 der Anleihe haben wir tatsächlich schon an den Mann gebracht. Ich persönlich überlege übrigens auch, ob man die vielleicht tatsächlich zeichnen sollte, weil hinter dem HSV selber stehen doch noch ein paar Werte. Im Gegensatz zum Beispiel zu Kaiserslautern gehört noch das Stadion uns und so. So, HSV-Anleihe. Zack. HSV legt neue Anleihe auf. Ach stimmt, ich habe es in meinem E-Mail-Fach. Stimmt, die haben ja auch eine geschickt, einen Werbeflyer.
Entsinne mich. Ich glaube, dein Kameraruckeln ist unabhängig von meinem Spielruckeln. Ja, das kann sein, weil ich habe immer das Gefühl, Discord mag das nicht. Weißt du? Dass Discord mir da immer mal sagen möchte. Niemals. Übrigens als nächstes der FIP-Pokal gegen Pfullendorf. Ich weiß gar nicht, wo die spielen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die waren gar nicht so schlecht hier bei uns. Ich kann gleich mal nach. Stimmt, zweite Runde hier ist das ja schon. Und die erste Runde ist ja immer vor der Bundesliga. Das heißt, die können gar nicht so schlecht sein. Wo sind sie denn gerade? Mannschaftsstärke 691, na gut, das ist jetzt ein bisschen weniger als wir haben. Die sind in der dritten Liga. Die Pfullendorfer. Gegen die wir jetzt spielen. Und hier ist immer noch nichts zu machen. Ich gehe hier aus Gewohnheit immer hin, übrigens, zu den Hobbys, weil ich normalerweise als Manager auch immer die Hobbys pflege. Aber momentan geht das ja nicht, weil der Spieler verletzt ist. So, hier können wir wieder ein paar Leute rausschmeißen im Hintergrund. Ah, okay, ich hab's jetzt. Genau, also wir haben momentan jetzt 12 Millionen Euro, haben wir schon. 12 Millionen haben wir schon zusammen und 17,5 soll es sein. Okidoki. So, also wie gesagt, also grundsätzlich bildmäßig kann tatsächlich sein, tonmäßig eher selten, liegt aber tatsächlich das Problem alles insgesamt bei Discord, das kenne ich nämlich noch aus alten Tagen, Freunde, das hatten wir früher schon mal. Da ist Discord einfach ein bisschen unfreundlich, was dann so diese Übertragung angeht, für die Langzeitstabilität. Aber besser als bei Skype alle Male. Spitzhüte ist auch ein interessanter Name. Naja. So. Ja, also wie gesagt, tatsächlich, also diese Anleihe, da hat tatsächlich Simi schon recht. Simi hat da schon durchaus recht. Das ist ja auch witzig, ne? Der Wolfgang Kaltak kommt frisch in die Mannschaft und erstmal rote Karte und für zwei Spiele gesperrt. Ich würde sagen, der hat sich Respekt verschafft auf dem Platz. Wahrscheinlich. Ja. Nicht schlecht. So, dann noch schöne Grüße an Johnny. Er schaut seit vorgestern alle Folgen, ist jetzt bei Folge 20, hat noch einen langen Weg zu gehen. Vor allem, wenn man dir jetzt sagt, dass ab einem gewissen Zeitpunkt das Ganze dann Streams werden. Genau, ich glaube, in den 70ern oder was, Folge 70 oder sowas in dem Bereich. Genau, ich irgendwann vor der 100 noch, glaube ich, werden dann irgendwann daraus 2 Stunden Streams aus den einzelnen Folgen. A long way to go. Definitely. Definitely. So, Olympique Lyon war es gewesen. Ach, genau, stimmt. Und Bayerns Frauen spielten gegen Slavia. Danke, Julian. So, Danny rede auch nur generell von den Stürmern, nicht nur vom HS. Würde die nicht nach hinten schicken, da in der Defensive eh schlecht sind und ein langer Pass auch eingestellt habt. Ja, das Ding ist natürlich nicht, wenn du die gar nicht nach hinten schickst, dann fehlen dir die Anspielstationen. So, Tom Beckmann ist da. Wunderschönen guten Abend. Hallo. So, wir haben jetzt übrigens DFB-Pokal und so. Da können wir mal wieder nach Stärke aufstellen, wenn sich das anbietet. Wer ist denn stark? So. Und Simi, by the way, hat gesagt, stimmt, ich habe gerade noch mal in die Bilanz geschaut und die liquiden Mittel sind wirklich nicht im benötigten Rahmen vorhanden. Ja, es ist halt schwierig. Also, die Situation ist kritisch, noch nicht tödlich, aber kritisch. Also sollten wir zum Beispiel dieses Jahr nicht aufsteigen, könnte man ganz klar davon ausgehen, dass es einen extremen Umbruch nochmal in der Mannschaft geben wird. Und wir tatsächlich mit so ziemlich einer halben Jugendmannschaft, durchschnittliche Zweitligatruppe dann nächstes Jahr reingehen werden. Also entweder schaffen wir es den Aufstieg oder wir sind dann tatsächlich auf die nächsten 4, 5, 6 Jahre unten in der zweiten Liga. Dann sind wir so ein bisschen wirklich Nürnberg-like. Dann sitzen wir halt erstmal unten fest. So viel steht jetzt ungefähr im Raum. Achso, der Matthias kommt natürlich auf die Bank. So. Dann würde ich wieder die Gespräche vorziehen. Damit man schon mal hier eine gute Moderale raushaut. Wenn es um alles geht, ist die Frage, wollen wir in der zweiten Runde schon eine Siegprämie versprechen? Ach Gott, gegen Pfullendorf müssen die jetzt auch noch ohne können. Na gut. Ich meine, Pfullendorf, sind die zweite oder dritte Liga? Ich meine, dritte Liga sogar. Ja, siehst du. Sinn bekommen. Ich glaube, Nikos Aussagen muss man überprüfen. Er sagt, viel Spaß dir zu Johnny. Ich habe alles in den letzten zwei Wochen durchgeguckt. Das glaube ich nicht, Monami. Geht das rechnerisch überhaupt auf? Wie viele Stunden hat denn eine Woche? 24 mal 7 mal 2 da 136. Uha.
was hast du gesagt, seit Folge 70 sind wir bei Streams? Ja, so irgendwann da in dem Bereich war das, glaube ich. Ja, das dann also sozusagen 336 minus, oh, ich muss gleich niesen. Entschuldigung, Freunde, Sekunde, kurz muten. Ach, ich hasse das. Weißt du, man muss niesen und kann dann nicht niesen. Ach so. Oh, scheiße. So, minus 140. Minus... Oha. So, die Gespräche ja doch, geführt. Das könnte aufgehen, aber dann hast du nichts anderes gemacht in den 2 Wochen. Also wirklich absolut nichts anderes. Also doch, vielleicht noch ein bisschen geschlafen, aber nicht viel. Okay, wollte ich sonst noch irgendwas hier ändern an der Aufstellung? Ich glaube nicht. Und das ist, glaube ich, vorbereitet fürs nächste Spiel. Jugend habe ich schon gemacht, oder was? Da wollte ich wollte dich mal ganz kurz darauf hinweisen, wie lange wolltest du jetzt machen, dass wir das mal kurz abgeklärt haben? Ich würde mal sagen, wir können ruhig die 2 Stunden voll machen, die wir sonst gemacht hätten. Also es sei denn, du hast andere Pläne. Nee, das, wie gesagt, das hängt ja an dir oder so. Okay. 19 Uhr war deine Wunschuhrzeit, genau, nicht meine. War's. Meine Nase. Ich hasse es. Es ist scheiße. So, okay. Was wollte ich machen? Hier die 2. Da haben wir irgendwo 9. Wo war das denn? Ah, hier. Piro Casa. Der ist neu. Aus Albanien. Interessant. Nicht schlecht. Kann was werden. Nicht schlecht, also den kriegt man auch einfach mal so zugeschoben. Finde ich gut. Ja. Immer mal wieder ein Torhüter. Ach, hatten wir vorher keinen? Ja, stimmt. Der einzige. Ja, mit Torhüter haben wir schon, Torhüter hatten wir schon immer Probleme. Also Benny ist jetzt tatsächlich der Letzte, der aus der Torwart-Ecke rauskam. Okay, dann ist es sehr gut, dass wir den gerade gekriegt haben. Ha. Okay, dann freue ich mich, wenn das so ist. Gut, dann erstmal den weg. Und Simi ist erst bei Folge 139 insgesamt angelangt. Ja, Freunde, müssen ein bisschen Gummi geben. Also ich habe auch geguckt, ne, ich sehe ja immer, was da so an durchschnittlicher Viewzeit vorbeikommt. Wir hatten heute kleine Pointen-mäßig, waren ein bisschen unterwegs gewesen, weil wir hatten heute ein bisschen Heckmeck gehabt mit Google Partnerprogramm und hast du nicht gesehen. Und dann ist da eine dieser Anforderungen gewesen, dass man in einem Jahr, ich betone es, in einem Jahr 4000 Stunden Viewzeit haben soll. Ich habe durchgerechnet, dass wir auf diesen Wert ungefähr in einem Monat kommen aktuell. Finde ich nur interessant, möchte ich nur gesagt haben. Dann weiß ich ja, welche Hauptverantwortlichen dabei sind hier, wenn ihr euch die ganzen Folgen nachseht mit den Streams. Himmel. Okay. Ich glaube, es hat jetzt auch alles geklappt. Das heißt, wir sind jetzt womöglich bereit fürs Spiel. Dann werde ich mal eben zwischenspeichern und dann geht's nach Pfullendorf. Genau. Ach, und Leute, wenn wir sowieso hier gerade wieder Frankfurt und Hamburg besprochen haben, wenn ihr noch eine Meinung von uns hören wollt zu anderen Vereinen, ich zumindest bin einigermaßen drin, dann könnt ihr tatsächlich auch da noch äußern euch. Ich bin auch jetzt mittlerweile ein bisschen besser drin, als ich sonst immer war, aber nur ein bisschen. At least. Also, ich habe zum Beispiel übrigens den perfekten Ersatzkandidaten. Sollte mal leer gehen, also ganz dicker Rat an Frankfurt, ihr ein bisschen Geld haben, holt euch Weghorst von Wolfsburg. Der ist aller... in fast genauso gut. Nur noch 10 cm größer. Oh, okay. Also ich finde den gigantisch, Alter. Also wenn ich den spielen sehe, Alter, Himmel. Also das ist wirklich, das ist ein Stürmer par excellence, wie ich mir vorstelle. Das ist wie ein originaler Neuner. Aber was ja witzig ist, man stellt ja fest, dass die Eintracht ziemlich viele Ausländer in ihren Reihen hat. Das geht so weit, dass man regelmäßig Leute aus der U19 hochholen muss in den Kader, so offiziell, weil man sonst nicht genug Deutsche im Kader hat, so wie das Reglement es erfordert. War was? Ja, ich wollte noch was einwerfen, mach es mal weiter. Und das kommt auch immer wieder dazu, dass sich dann Leute darüber aufregen. Also wahrscheinlich meistens Leute, die eher so aus der rechten Ecke kommen, könnte ich mir vorstellen. Oder so Leute, die sich um den deutschen Nationalmannschaftsnachwuchs sorgen, vielleicht auch. Aber man hört ab und zu mal Beschwerden darüber, dass die Eintracht so wenig Deutsche hätte und so viele Ausländer in der Mannschaft, im Kader. Und das finde ich immer interessant, was Freddy Bobic dazu zu sagen hat. Denn der Grund ist einfach,
Die Deutschen waren zu teuer, man musste ins Ausland gehen. So läuft das dann. Man also das Ding ist zum Beispiel... Ja, wenig Geld, als man in der Relegation war. Ja. Naja. Also man durfte zum Beispiel, das ist noch so ein Ding, das japanische Fußball, bin ich ja tatsächlich ein bisschen da drinne, die haben ganz scharfe Ausländerregeln. Also du durfst, also jetzt diese Saison haben sie es jetzt erst gelockert, du durfst vorher nur maximal bis zu 3 Ausländer dabei haben, beziehungsweise maximal 5 Leute in deinem Kader aus dem asiatischen Fußballverband. Das heißt, also du hast sozusagen 5 Ausländerplätze für Asiaten oder halt 3 davon sozusagen für generelle Ausländer. Mehr durfst du nicht haben. Der Rest muss Japaner sein. Krass. Also da hätte die Eintracht oder in Japan ausgebildet. Ah ja. Das gut. Geht auch. Also aber wenn die aus der eigenen Jugend hochkommen, wenn das jetzt, keine Ahnung, du irgendwie einen Manesen gefunden hast, den auf deine japanische Akademie geschoben hast und den dann dort hochgezüchtet hast, dann okay. Wobei dieses Jugendgebilde sowieso eigentlich in Japan gar nicht mal so richtig läuft, weil die holen sich die meisten von den Universitäten tatsächlich wie in den USA. Die haben so halb europäisch, halb amerikanisches System. Das ist auch sehr interessant. So, für Pfullendorf dürfte es jetzt hoffentlich reichen, ansonsten gibt's Ärger. Walker und Hunt im Mittelfeld, das klingt interessant. Witzig wäre, wenn da nicht Hunt, sondern Hunter heißen würde, dann hätten wir Walker und Hunter. Ja genau, diesen Williams-Witz habe ich vorhin auch schon gemacht. Wobei, du hast FIFA 19 nicht, ne? Nee, da, also ich weiß nur, dass es da einen Kumpel von Alex gibt, der Williams heißt. Genau, richtig. Und der Kumpel hat einen Bruder. Ach so. Der ist so auch eine alte Story. Okay, deswegen von Williams fand ich ganz witzig. Wusste ich nicht. So, okay, da wollen wir mal gucken. Also wie gesagt, für Pfullendorf soll es jetzt eigentlich reichen. Würde mich wundern, wenn nicht. Was haben wir noch? Oh, und zurück zum HSV. Der Aufstieg ist machbar. Ja, machbar ist er theoretisch. Wir brauchen einfach mal ein bisschen Konstanz und mal ein paar weniger Verletzte. Das wäre mal ganz nett. Aber der HSV hat ja unfassbares Verletzungspech dieses Jahr. Röge, Peintinger und haut einfach mal drauf. Satter Abschluss, die Hand ist ab. Seid ihr nur aber drin in der ersten und zweiten Verein oder auch in niedrigen Ligen, fragt uns gerade Spanier. Also ich bin drin in der ersten Liga, in der zweiten Liga, in der dritten Liga, in der Regionalliga Nord so halb, genauso halb in Regionalliga West, in der japanischen bin ich ganz gut drinne, in der Serie A bin ich ganz gut drinne. Das sind die Läden, wo ich mich rumtreibe. Also ich bin nur einigermaßen in der Bundesliga drin, von dem Rest kriege ich nicht so viel mit. Ja. Hast du... Gut, sauber. Wenn ihr keine Werbung auf Video schaltet, dann können wir das Video bei YouTube kostenlos herunterladen. Glückwunsch, Michi. Und Pyros da. Wunderschönen guten Abend. Mo, das ist übrigens gar nicht mal so schlimm, solange die Eintracht weiterhin Europapokal rockt. Was ist nicht schlimm? Also das mit dem Nicht-Nachwuchsfördern, glaube ich, sozusagen. Also mit dem aufs Ausland setzen. Ach so, das ist ja übrigens auch so ein Problem, ne? Die UEFA hat ja da auch so Ausländerregelungen. Man muss ja auch eine Zahl dann an deutschen Spielern oder im Verein ausgebildeten Spielern im Kader haben. Könnte vielleicht ein Grund dafür sein, dass zum Beispiel Touré nicht im Europa League-Kader ist, obwohl er eigentlich nützlich wäre. Stattdessen ist interessanterweise Chandler drin, aber Chandler ist ja auch ein Eigengewächs. Ja, ist er ja auch. Der ist ja Deutscher und Frankfurter. Vielleicht deswegen, auch wenn er nicht spielen kann im Moment. Apropos Deutschland und Frankfurt, da fällt mir gerade ein, ne? Ey, ich weiß nicht, was Löw sich manchmal da so zurechtzieht, aber Danny Acosta nicht einzuladen, das ist ja schon eine absolute Frechheit. Also bei unserer Außenverteidiger-Situation. Ist das der ist offen. Durch. Ich hätte fast gedacht, es wäre abseits, aber der ist ganz alleine hier. Peto und... Oh, ihr seid so schlecht, ihr seid so verdammt schlecht, wozu verdient ihr Geld? Entschuldige. Also nur wirklich. Kopfschütteln, also. Das sah so gut aus. Vor allem Peto, der... Wie kannst du den denn nicht machen? Oder der macht doch wenn ich Tröge gewesen wäre, wäre ich auch nicht so ganz weit außen geblieben. Da wäre ich ein bisschen weiter nach innen gezogen, vielleicht. Hilfe. So, Torben schreibt, wir können froh sein, wenigstens 2 deutsche Stammspieler bei Eintracht zu haben. Kevin Trapp, Danny da Costa, mittlerweile kommt noch Rode dazu. Aber das war's dann auch schon so ziemlich. Ab und zu sieht man noch Stendera, aber naja. Ja, das ist auch eine Sache. So ein Charakter, ja.
Den Russ sieht man auch immer seltener. Aber ich finde das nicht so tragisch persönlich. Also, wenn man so Man ein muss Spiel auch guckt, dann sagen, fällt einem nicht auf, oh, das sind ja alles Ausländer. Das sind für mich halt die Frankfurter. Und die habe das ich Ding ist gern. halt auch so ein bisschen, du hast halt jetzt so langsam halt auch so einen Generationsumbruch innerhalb der Mannschaft. Also du merkst sozusagen, das Niveau, Schuldige, eines Russ oder eines Abrahams, ne, so, das waren halt Spieler so unteres Bundesliga-Mittelfeld. So, und jetzt merkst du halt langsam, dass es halt ein Stück nach oben geht. Und dementsprechend hast du halt jetzt andere Spieler sitzen. Oh, So. gerade. Und Schön. Stendera ist halt auch so, halt so einer, der halt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Arme Genau. Sau. Das hatten wir öfter. Zum Beispiel auch Sonny Kittel. Da hatte ich auch mal gedacht, dass aus dem vielleicht was werden könnte. Aber der war ja dann auch, glaube ich, ständig verletzt. Ja, bei Naja. Ingolstadt ist er ein guter Kicker. Ja. Also, eigentlich theoretisch war das jetzt nur eine Frage der Zeit, bis er wieder hochkommt, die erste. Das Problem ist, jetzt ist natürlich Ingolstadt ist Tabellenletzter. Das ist so ein bisschen in der Zotenliga gerade kritisch für Aber die. das ärgert mich immer so, wenn ich ihn so immer geguckt. Also mir fällt immer auf, dass ein paar Leute, die ich mir angucke in der Bundesliga und sonst wo, dann denke ich immer, ja, der war mal bei Frankfurt. Das denke ich mir zum Beispiel auch immer, wenn ich zum Beispiel Marc-Oliver Kempf sehe. Hallo, ich bin Hamburger. Ich kenne dieses Problem mehr als gut. Bei uns gibt es das Ding, erstens, du hast diesen Gedanken, es war mal ein Hamburger. Und du hast diesen Gedanken, wir haben ihn mal gekauft, er war scheiße, wir haben ihn wieder verkauft und dann ist er plötzlich gut. Also was mir zum Beispiel einfällt, Marc-Oliver Kempf fällt mir zum Beispiel ein. Dann fällt mir ein Luca Waldschmidt. Dann fällt mir ein Cenk Tosun. Der war mal, der, ich weiß nicht, vielleicht habe ich sogar ein Autogramm von dem, weil ich mal beim Training mir eins von ihm geholt habe. Von Cenk Tosun, der kommt auch aus Mittelhessen. Dann, wen gab es noch? Ach ja, Emre Can war mal bei der Eintracht in der Jugend. Niklas Süle war mal bei der Eintracht in der Jugend. Wenn mich nicht alles täuscht, ja, glaub schon. Habt ihr den verkauft oder habt ihr die gehen lassen, weil ihr die gehen lassen musstet? Das ist ja was anderes als wie ihr habt es nicht gesehen. Bei den meisten bin ich mir gar nicht so sicher, Weil das ist das weil Ding, wenn ich die also an sind Niklas danach Süle erst groß denke, geworden. ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an Niklas Süle denke, dann ist der Moment, wo ich sage, Hoffenheim größer als Frankfurt. Also damals sportlich gewesen. Aber ich glaube, der war nur kurz in der Jugend. Da ist er vielleicht dann schon, der ist schon ziemlich früh, glaube ich, weggegangen. Was ich Weil, mich, wie was gesagt, die interessant Hamburger finde, sind halt prädestiniert. was mich Ja? halt, inter was ich halt interessant finde, ist mit, oh, sehr schön. 1-0. Gut auch Zeit. Okay, was ich sagen wollte, Cenk Tosun. Der war im Profikader von der Eintracht. Und da war, ich weiß nicht, der war da, dann war er irgendwann nicht mehr da. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, Moment, da gibt es so einen türkischen Nationalspieler, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann wusste ich auch warum. Weiß nicht genau, wie da die Umstände waren. Ich gucke mal rein. Aber also, wie gesagt, also ich kenne das mal als Hamburger ja auch. Also du hast ja verschiedenste Konstellationen von Transfers und hast du nicht gesehen. Du hast Leute, die musstest du abgeben. Das ist so Hakan Çalhanoğlu, der jetzt ja bei AC Mailand spielt. Einfach zu gut. Ging nicht. So. Den musstest du abgeben. Heung-min Son musstest du abgeben. Die waren zu gut für Hamburg. Dann hast du aber so Charaktere, wo du es nicht gesehen hast. Yoatan Tah zum Beispiel. Oder jetzt neuestes Beispiel Demirbay. Hat Hamburg einfach nicht gesehen, dass die gut sind. Das sind ärgerliche Beispiele. Und dann hast du halt so Spieler, die halt sind halt gekommen, waren als gute Spieler gekommen, sind dann schlecht geworden und dann wieder gewechselt und sind jetzt sehr gut. Kostic zum Beispiel. Ist ja auch immer interessant. Wobei ich euch da aber anrechnen muss, auf die Idee, den als Linksverteidiger einzusetzen, sind wir nicht gekommen. Also darauf wäre ich auch nicht gekommen. Das ist so krude Idee, hat tatsächlich funktioniert, ja. Weil ihr euch tatsächlich die Haupteigenschaft des Kostic zunutze macht, dass er tatsächlich die Linie rauf und runter ackert. Manchmal nicht gut, manchmal ein bisschen zu impulsiv, holt sich auch mal ganz gerne ein gelbes Ticket ab. Zumindest bei uns war das so, aber at least. Wollen wir uns noch einen Wechsel aufheben? Ja, Oder wollen wir den auch schon wechseln? nee, wir heben es mal auf und weiß nie, wenn es Pfullendorf noch ein 1-1 macht, Verlängerung. Ja. Okay. Gut. So, ich habe jetzt übrigens die Information zu Cenk Tosun für dich, wenn du es wissen möchtest. Okay. Ihr habt ihn damals abgegeben, 2011. Da war er 19 Jahre alt. Habt ihn abgegeben für eine halbe Million an einen türkischen Zweitligisten. Nee, Drittligisten. Okay, dann hat man das einfach noch nicht geahnt, würde ich mal behaupten. Richtig, haben wir einfach nicht gesehen. So, und dann war er dort bei dem Drittligisten, die dann Zweitligisten wurden. Und dann ist er von davon aus dann gewechselt. Ja.
ablösefrei da auslaufenden Vertrag zu Beşiktaş. Und Beşiktaş hat ihn dann richtig groß gemacht. So einen Nationalspieler hast du nicht gesehen und jetzt dann gewechselt. Im Winter des letzten Jahres zu meinem guten FC Everton für 22 Millionen Euro. Wahnsinn. Ich glaube, damals Emre Can war, hat man, glaube ich, auch nicht erkannt, dass der so krass ist, glaube ich, oder krass wird. Emre Can, lass mal sehen, was haben wir denn dazu? Der ist dann, glaube ich, nach Bayern gegangen, ne? Wenn ich mich nicht alles täuscht. Genau. Wobei das dann aber schwierig ist, wenn du sagst, was nicht erkannt, der geht dann nach Bayern. Ja, vielleicht, ich weiß nicht genau, wie die Umstände waren, aber der war noch in der Jugend, soweit ich weiß. Und Süle, glaube ich, auch. Tatsächlich, aber ganz starke Jugend. Also das war noch, also unter U17. Also das war noch ganz andere Zeiten. Und was andere noch? Ich glaube, Süle war, glaube ich, auch in Frankfurt. Der Baumstamm, wie ich ihn immer so nenne. Digga, das ist so ein Bär, wenn du den siehst. Auf dem Feld, den übersieht man einfach nicht, weil der einfach so ein Wandschrank ist. Peto und Rundler. Naja. Wir tun es wieder schwer, ne? Naja, gut. So ein bisschen wie Bayern doch, das ist ein Assel oder so. Ja, tatsächlich. Da werdet ihr wahrscheinlich nicht erkannt haben. Von der Frankfurt-Jugend in die Darmstadt-Jugend. Oh, ja, okay. Erstmal ein Abstieg sozusagen, mehr oder weniger. Ja, genau. Und von Darmstadt dann nach Hoffenheim. Und von dort aus dann alles durchlaufen. Frankfurt bis 2009. Damals war der junge Mann 14, als er von euch weggegangen ist. Dann war es vielleicht noch schwer zu erkennen. Ja, das ist tatsächlich. Da war er vielleicht noch kein Baumstamm. Vielleicht schon, vielleicht zu sehr. Oder weißt so. Du? Eher so Kategorie. Okay, der ist zustämmig. Kann sich kaum bewegen. Genau, richtig, genau sowas. Ja, ich wurde auch erst tatsächlich etwas schneller, als ich so 13, 14 wurde. Ah, man hört mich wieder. Als ich so 13, 14 wurde, wurde ich auch dann erst schneller. Davor war ich auch ultra langsam. Weiß nicht warum. Was ich mich ja noch frage, wie ist eigentlich der Luca Waldschmidt nach Hamburg gekommen? Relativ einfache Geschichte. Sekunde, Waldschmidt, nur mal ganz kurz gucken, dass ich jetzt keine falsche Summe hier nenne. Aber das Ding war gewesen, dass er bei euch nicht gespielt hat. Oder zumindest man in Hamburg versprochen hat, mehr zu spielen. Oh, aber der war noch in der, war der nicht noch in der Jugend? Nein, den haben wir auf euch aus mindestens U21 rausgeholt. Gab's hier da noch? Nee. 1,3 Millionen habt ihr für den bekommen. Oh, interessant. Und ja, der hat einfach bei euch nicht gespielt. Und bei uns hat er dann ein wenig mehr gespielt, aber auch nicht besonders viel. Wobei ich aber sagen muss, ich bin aber ganz froh, dass wir ihn für 5 Millionen verkauft haben, weil eigentlich, ich sah auch in dem nicht viel. Bis heute. Ich sehe auch immer bei Freiburg, finde ich den immer noch überbewertet. Komisch, weil ich habe den Gefühl, hab das Gefühl, der wird für Freiburg-Verhältnisse gehypt. Ja, aber ich weiß nicht so richtig, warum. Weil ich finde den spielerisch nicht so dolle. Der kann Elfmeter schießen. Das ist richtig. Aber gut, oh, das wir haben einen verletzt. Ein Gegner. Oha. Sehr gut. Post. Durch. Jetzt mach's schlauer als Röge. Bitte. Das Peto darf, falls du was machen willst. Genau, einfach querlegen. Jawohl. Oder so. Alter Ego. Wieder so an Jovic erinnert. Himmel. Ach ja, immer wieder witzig, wenn der so lupft, der Jovic. Dass ich meine, gegen, war das Hannover oder irgendwo? Da hatte ich den Eindruck, dass der Torhüter das schon weiß, dass er das gerne macht. Also zumindest können wir jetzt das ausschließen, was Nico gesagt hat. Hashtag Elfmeterschießen, Hashtag St. Pauli. Boah, das war ein Killerspiel. Spielt Sané bei euch, fragt es Simi. Ich weiß gar nicht. Ruckelt gerade ein bisschen. Ich kann dir nicht sagen. Ja, okay, mein Bild ruckelt immer, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber ich, Salif Sané, sag ich schon was. Nee, Leroy Sané ist ja den. Oh nein! Oh, Anschluss. Oh. Wenn die auf Außen durch sind, weißt du, in diesem Spiel ist es ein Tor. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich habe da auch schon einiges versucht, aber wenn die nach vorne durchrennen auf Außen und dann nach innen flanken oder passen oder was weiß ich, das ist so schwer zu verteidigen, weil die eigenen Innenverteidiger gehen einfach nicht so weit nach hinten, um den dann aufzuhalten irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe auch mal die Abwehrreihe verschoben. Also wir spielen momentan mit hoher Abwehr, aber das macht keinen Unterschied. Ich habe auch schon die so tief gestellt wie möglich und das ist trotzdem passiert. Deswegen kann das nicht der Grund sein. Wow. Einer gegen alle. Damit habe ich nicht gerechnet. Gut gemacht.
So, was haben wir noch? Schon ärgerlich, dass es eine Stadt wie Wiesbaden es noch nie geschafft hat, in die Bundesliga zu kommen, aber Mainz, Darmstadt und Frankfurt schon. Gut, Frankfurt ist klar, das ist jetzt nicht so schwierig, Frankfurt ist größer. Bei Mainz, muss man sagen, haben sie über Jahre gute Arbeit gemacht. Man möge den Hut ziehen vor einem gewissen Herrn Heidel. Ui. Wir wollten das auch mal versuchen. Und Darmstadt weiß, glaube ich, bis heute nicht, wie sie es geschafft haben. Zumindest ich glaube, wir haben noch Wechsel offen, den können wir jetzt auch mal langsam mal ziehen. Wobei ich sagen muss, Wiesbaden müsste eigentlich mittlerweile in die zweite eigentlich aufsteigen. Aber wenn ich gucke, Manuel Schäffler spielt da ja bei denen mit in der Ecke. Und das ist also auch ein Stürmer, dem ich tatsächlich auch hohe Zweitliga-Fähigkeiten zuschreiben würde. Die waren ja letztes Mal schon kurz davor und hat dann noch ganz knapp, ich glaube Vierter sind sie geworden, ganz knapp nicht gereicht. Mhm. Und jetzt tatsächlich, der VfL kommt da jetzt ja dieses Jahr hoch. Nächste, letztes Jahr hat ihr gesagt, VfL steigt auf. Was passiert? Wir haben uns gerade so gerettet vor dem Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Dieses Jahr, okay, Stabilisationsjahr, wenn es Mittelfeld wird, ist gut. Platz 1. Guck. So, und Torben Beckmann fragt, was sagt zur aktuellen Situation von Alex Meyer eigentlich? Denkt ihr, dass er noch eine Season spielen wird? Das ist das, was ich vorhin gesagt hatte. Der HSV plant ja zumindest im Plan B-Fall mit Alex Meyer so ein bisschen. Und danach sehr interessant. Danach geht er dann vielleicht wieder nach Frankfurt. Ich meine, zumindest nach seiner Karriere ist das ja eigentlich geplant. Ich wollte gerade sagen, nach seiner Karriere vielleicht. Das wäre dann witzig, dann hätte er nämlich in seiner Vita stehen, wie man so schön sagt. St. Pauli, HSV, Frankfurt, St. Pauli, HSV, Frankfurt. Ja, wo ich sagen muss, da ist uns auch wieder was durch den Lappengang, ey. Wenn wir schon immer bei Transfers sind, so ein Spieler, wo du es nicht gesehen hast. Alex Meyer, hallo! Später Bundesliga-Torschützenkönig. Weil ich habe ja gesehen, wie er damals aufgelaufen ist. Ne? Das war ja dann 2003, 2002, 2003 war das irgendwie so. Das müsste gewesen sein. Ja, 2004 ist er nach Frankfurt gekommen. Das ist mir bis heute und jawohl, gut gemacht. 1-4. Das ist mir bis heute im Kopf geblieben. Weißt du warum? Weil der damals genau dieselbe Frisur hatte wie mein Vater. Okay. Habe ich mich auch gefragt als kleines Kind damals. Ist das Papa? Nee, Malte, das ist nicht Papa. Das ist der Fußballgott. Richtig. So, der war nice. Da sollte Werner sich mal was von abschneiden. Ja, wobei ich sagen muss, bei Werner ist es halt die Geschichte. Irgendwie würde ich sagen, in 2 Jahren ist er ein exzellenter Stürmer. Also ich glaube, ihm fehlt noch. Oh, stark. 1-5. Da konnten die nicht richtig klären. Ja. Ich habe kurz gedacht, also, erklärt es ins eigene Tor, aber nein, da musste noch einer ran. Ja, also ich bleib halt dabei. Also ich glaube, Werner braucht einfach noch 2 Jahre, bis er dann wirklich ganz oben anklopft. So, weil spielerisch ist es schon sehr gut, läuferisch keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden, der Typ ist einfach sauschnell. Es fehlt dann noch ein bisschen an den Torabschlüssen, aber ich glaube, es kommt so mit den Jahren, das muss man einfach ein bisschen Zeit geben. So, also, Pflichtaufgabe erfüllt, Fullendorf vom Platz gehauen, wenngleich das auch lange Zeit sehr schwierig aussah. Aber at least hat es funktioniert. Genau. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir jetzt in Auslosung kriegen. Wolfsburg ist weiter, Nürnberg hat sich gegen Leverkusen durchgesetzt, Bielefeld gegen Babelsberg, Dortmund hat gegen Bremen gewonnen, Stuttgart gegen Elmshorn, Frankfurt gegen Leipzig, Fürth gegen Schwarz-Weiß Essen, dann Hannover 96 4-1 gegen Hertha BSC. Hildesheim gewinnt gegen Worms. Krass. Der Hamburger SV setzt sich gegen Mönchengladbach durch. Carl Zeiss Jena gewinnt gegen Rostock anscheinend im Elfmeterschießen, so wie das aussieht. Dann Rot-Weiß Aalen gewinnt gegen St. Pauli. Und Hoffenheim gegen Freiburg. Dann Mainz gewinnt gegen Sonnenhof Groß-Aspach. Und Unterhaching setzt sich gegen Burghausen durch. Okay, das waren die Spiele. Gut. Sehr schön. War erst knapp, aber dann war es ja doch ein bisschen besser als Bayern doch aus dem Asyl. Hab erst so ein bisschen so Befürchtung gehabt, dass es so ein Krampf wird. Naja. Oder dass es sogar nach hinten losgeht. Naja. Gut, das haben wir hier. Also das haben wir alles schon gesehen. Ist eigentlich nicht mehr so spannend. Wir können direkt weitergehen. Genau. Dann machen wir jetzt die Auslosung, Freunde. Ach ja, die kommt ja auch noch. Stimmt. Dann schauen wir mal, wer es als nächstes wird. Achtelfinale.
oder? Zähle ich richtig? Ja, Achtelfinale. Möglich. Gut, auf geht's. Boah, da sind noch ein paar Kandidaten bei, die man ganz gern haben möchte. Eigentlich auch gegen relativ wenig. Gegen den Hamburger SV. Wenn man Gladbach schlägt, könnte man auch Stuttgart schlagen. Karl Zeiss Jena. Gegen Rot-Weiß Aalen. Ein echtes Topspiel. Wenigstens kommt einer weiter. VfV 06 Hildesheim. Borussia Hildesheim. Gegen den VfL Wolfsburg. Eintracht Frankfurt. Gegen 1899 Hoffenheim. Borussia Dortmund. Die nicht. Ja, hoffentlich. Gegen. Da darf er anders. Den ersten FC Nürnberg. Gut. Ja, der Rest ist eigentlich den. Und wir haben Heimrecht gegen. Na, Frauske, es wird nicht unter Haching. Unter Haching. Gut, ich würde vermuten, da tauscht das Heimrecht. Kann sein. Ich weiß jetzt gerade nicht, glaub, in welcher Liga glaub, die bei uns sind. Meins? Ich glaube, die sind noch Dritte bei uns. Gegen Fürth. Und Hannover 96. Gegen Trommelwirbel. Achso, wird gar nicht spannend gemacht. Gegen Arminia Bielefeld. Okay. So, dann müssen wir uns mal unter Haching angucken. Also auf Papier gehen. klingt unser Gegner einfach. Schauen wir mal. Ja. Ei, hast du auch wieder ziemlich viele Mails bekommen jetzt. 4. Schauen wir mal, was das ist. Ach, du hast ja die Mails nicht gelöscht. Genau. Entschuldige. Ja, ich sehe das mal so schlecht. Sind die dritte Liga? Ich glaube nicht, oder? Dann scheinen sie schon zweite zu sein. Heimrecht, jawohl. Und die sind kurz vor Abstieg. Im Moment. Doch, auch eine Mannschaft, die man schlagen muss. Also wer gegen Babelsberg verliert, der darf auch mal gegen uns verlieren. Die sind, glaube ich, nur geringfügig besser als Pfullendorf, was die Stärke hier betrifft. Also, ja müsste eigentlich möglich sein, wenn man gegen Tottenham gewinnt. Könnte man vielleicht auch gegen Unterhaching eine Chance haben. Ungefähr. Okay. So, ansonsten wollen wir ganz kurz in die Kommentare mal reinsehen, bevor wir jetzt gleich Schluss machen hier. Mit Wiesbaden ist die Sache auch, dass wir halt keinerlei Fans haben. Alle sind hier Frankfurt- oder Mainz-Fans. Frag mal Rot-Weiß Essen. Dann haben wir noch hier das gleiche Problem hat der FSV auch. Siehst du genau, die auch. Mit früheren Jahren auch hochklassig gespielt und hatten auch den einen oder anderen Nationalspieler gehabt. Ja, die sind total abgestürzt, Insolvenz und alles. Wer ist abgestürzt? Lizenzprobleme. FSV Frankfurt. Ach so, ja. Die hatten auch Probleme, das stimmt. Warte mal, wart ihr nicht mal zusammen in einer Liga, die Eintracht und genau, FSV? Genau, das war 2011-12, glaube ich, war das. Die Mann, da hätte es ja fast noch, da hat tatsächlich fast einen Machtwechsel gegeben. Naja, Machtwechsel, ich glaube, man hat auch dort seine Stärke demonstriert, auch gegen den Stadtrivalen. Na gut, ihre Rivalen kann man nicht wirklich sagen, es ist eher so eine freundschaftliche Sache zwischen der Eintracht und dem FSV. Da habe ich den Eindruck. Also wir haben Pauli tatsächlich endlich mal besiegt. Das möchte ich nur mal so festhalten. Oh, und auch gleich 4-0. Jetzt. Weil wir es können. So, was ist hier am besten? Den könnte man mal wieder reinholen. Der spielt ja gerne Sturm. So. Wobei, im Moment machen wir mal ein bisschen anders. Der kann dahin. Und dann haben wir es, glaube ich, wieder so, wie man es gerne hätte. Jo. Gab es sonst noch irgendwas zu klären für heute? So, Philipp ist noch da. Erstens, ich wurde aussortiert. Zweitens, Rostock auf einem Aufstiegsplatz. Nice. So richtig aussortiert wurde es jetzt auch nicht. Ja, so ist es nicht. Aussortiert ist relativ. Genau. Mitgliederkampagne, juhu, wir sind Letzter. Yay. Ja gut, wenn sonst nicht gibt's ansonsten, dann würde ich sagen, danke an alle, die dabei waren. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, logischerweise bei natürlich Nico als allererstes. Du kommst mir gleich nochmal in den Chat rein, in die Laberecke. Der kommt mir bekannt vor irgendwie. Vielleicht ein Bruder oder sowas. Aber vorhin drüber geredet. Genau. Also wie gesagt, du kommst mir gleich noch in den Laberecke hinein und dann haben wir noch natürlich Tick. Danke auch dir. Wir werden versuchen, das Ganze dem Minecraft-Projekt zuzuführen. Und auch danke an Julian natürlich auch für deine paar Mark. Sehr schön. Gut.
So, also ich bin ansonsten durch. Wenn du jetzt nichts hast, dann... nein, ich hatte auch nichts mehr. Ansonsten nochmal hier dicke der dringende Hinweis. Ich versuche, ich bin mal gespannt, ob es klappt, am Freitag auch um 19 Uhr online zu gehen, dass wir so ein bisschen einheitliche Ebene schaffen, was die Stream-Uhrzeiten angeht. Ich bin gespannt, ob ich es hinkriege, wenn es ein bisschen später wird, vielleicht so viele nach oder so, seid mir nicht böse, aber ihr werdet es dann, denke ich, sehen, so was jetzt Russland noch angeht. Ansonsten FM jetzt planmäßig halt mittwochs. Genau. Gut. Wie seht's? Gut. Dann mach's dann gleich. Okay. Dann sage ich auch von meiner Stelle nochmal Dankeschön. Und ja. Dann sehen wir uns wahrscheinlich spätestens, also zumindest mich sieht man dann spätestens in einer Woche wieder, denke ich mal. Mal schauen, ob noch sich zwischendurch noch eine Gelegenheit ergibt. Aber ja, genau. Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.